Ich bin noch stumm. So, guten Abend zusammen. Schön, von so vielen Leuten im Chat empfangen zu werden. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Cordula und ich zocke heute wieder mit euch. Wir spielen noch eine Runde Potioncraft, so wie letzte Woche. Hi Karma, hi Angerit, hi Butterbrezel, hallo Limolitz. Cool, dass ihr da seid. Huch, Karma, du hast von einer Nachricht zur nächsten deine Farbe gewechselt im Chat. Spannend. Karma schreibt, ich sehe und höre schon, hier braut sich etwas zusammen. Richtig, wir werden heute wieder schwache Tränke mixen. Vielleicht auch mal einen starken, ich hoffe. Ich hoffe, wir lernen heute dazu. Ich hoffe, wir werden besser in unserem Handwerk. Limolitz wünscht sich einen schwachen Stärketrank. Das ist ja unser Go-To-Rezept, das schaffen wir, das können wir dir bieten. Aufwachtrank bräuchte an Gerrit. Ja, den könnte ich auch gut gebrauchen. Ich habe mich gerade einfach so auf den Balkon gestellt, um wach zu werden von der Kälte. Es hat nicht so richtig geklappt. Wir werden sehen, aber ihr kennt das ja. Okay. Dann können wir eigentlich direkt loslegen, oder? Ich hab Bock. Oder wollt ihr noch erzählen, wie war eure Woche? Was ist so passiert seit letzten Dienstag? Bei mir gibt es nicht viel Neues, was ich berichten kann. Es ist kalt, es ist dunkel. Manchmal scheint die Sonne. Ich habe nichts gewechselt, außer meiner Unterhose, sagt Karma. Ja, bei mir war dein Name erst in ein helleres Pink und ist dann zu einem dunkleren Pink geworden. Also kaum merklich, aber ein bisschen Saturation ist hochgegangen. Spannend, ne? Ja, ich würde sagen, wir können direkt anfangen. Mit Potioncraft. Ich glaube, ich muss gar nicht erzählen, was letzte Woche passiert ist, weil so richtig viel ist nicht passiert. Also schon, aber es gibt jetzt nicht so super viel Handlung. Wir haben ein Haus am Stadtrand, ein verlassenes kleines Haus am Stadtrand gefunden. Und dort einen Tränkeladen. Ich finde das Wort Tränk, also das Plural von Trank, irgendwie so komisch. Weil für mich ist Tränke das Ding, aus dem Pferde und Kühe trinken. Also ein Tränkeladen eröffnet. Genau, es läuft bisher so semi-gut. Ich bin noch nicht so gut im Kundenkontakt, da arbeite ich noch dran. Unser, der Klassiker ist im Moment der Stärketrank, den wir verkaufen. Ein Gifttrank gegen diverse kleine Tiere verkaufen wir auch und das war's eigentlich. Viel mehr haben wir noch nicht geschafft. Okay. Wir fangen an. Moment, ich trinke noch einen Schluck. Und ich stecke mir noch einen Stöpsel ins Ohr. Seid ihr alle aufgeregt? Advent geht los am Sonntag. Wenn wir das nächste Mal sehen, habt ihr schon 4 Türchen geöffnet, hoffe ich. Falls ihr Türchen öffnet. Feuertrank, sagt der Gerät. Den hatten wir auch, ne? Und wir hatten vor allem einen Schnelligkeitstrank mit einem sehr, sehr langen Rezept, den man wahrscheinlich auch auf kürzerem Wege brauen kann. Heute hat Cordula auch einen klaren Trank. Ja, das, ich trinke ja immer klaren, wenn ich mit euch spiele. Das ist ein sehr guter Trank. Die Zutat ist, also man muss Leitungswasser in ein Glas füllen. Dann umrühren, dann nochmal reinmörsern in das Glas, dann nochmal umrühren und dann ist es fertig. Das ist der Trank, den ich heute trinke. Ich habe noch einen anderen Trank. Das ist eine Brühe. Mal wieder. Damit mir warm bleibt. So, ich würde sagen, wir legen los. Das heißt, ich verschiebe Fenster. Denke dann hoffentlich dran, mein Köpfchen aus dem Weg zu nehmen. So. Und wir können weiterspielen. Hört ihr mich gut? Hört ihr den... Oh, wo sind wir denn? Achso, uns gibt's ja gar nicht. Kurz vergessen. Ich war kurz wieder im Pentiment-Modus. Vor allem bei diesem Schlafzimmer. Ich denke immer an Pentiment. Hört ihr mich gut im Vergleich zu den lieblichen Klängen des Spiels? Oh, guck mal, wir haben einen Kalender. Kille, kille, kille. Können hier nicht viel machen, außer schlafen. Aber das haben wir wahrscheinlich gerade getan.
Sari, cool, dass du da bist. Das freut mich. Und der Ton passt, das freut mich auch. Danke, Karma. Wir gehen wieder runter in unser Labor. Nee, als erstes eigentlich morgens würde ich sagen, immer erstmal im Garten ein bisschen ernten. Da wächst ja immer viel über Nacht. Kennt man ja. Die meisten Sachen wachsen ja nachts. Das war diese Blume, die für das Giftzeug brauchen. Feuerglöckchen. Das klingt so niedlich, dafür, dass wir Gift daraus machen. Diese Liane kann man nicht wegnehmen. Dann hier diese Wurzel. Das sind alles klassische Sachen. Die hat man immer da. Terraria. Haben wir auch beides schon viel da. Wir brauchen irgendwie neue Sachen. Hier, das ist dieses... Die Wasserblüte. Genau, guck mal, ich kann die Namen noch. Boah. Ich kann mir nicht merken, welchen Knopf ich nachher drücken muss, um Tschüss zu sagen, wie immer. Aber die Wasserblüte, die ist hängen geblieben. Valkyros, cool, dass du da bist. Was wächst im Garten in der Nacht, hat mich um den Schlaf gebracht. Ja, wenn es laut genug wächst. Schönes Gedicht. Danke, dass du uns mit diesem Zweizeiler begrüßt. Das freut mich, Valkyros. Weil letzte Woche Alfred E. Neumann mal Thema war, das ist der Typ von der Mad-Zeitschrift. Ich habe vorgestern durch einen dummen Zufall erfahren, wer das Vorbild war. Oh, der ist einer echten Person nachempfunden. Wem denn? Bin eigentlich nicht da. Sorry, jemand Valkyros? Weiß jemand, wo Valkyros ist? Ich kann ihn nicht sehen. Valkyros ist heute leider nicht da. Wir vermissen ihn. Was war das denn gerade? Der gesehen, hat sich gerade was bewegt. Wenn jetzt zurückspulen könnte man das sehen. Da war irgendwie waren da so ein paar Pixel, die kamen und gingen. Oder ich halluziniere. Außerdem haben wir jetzt geerntet diese Eisfrucht, die für mich einfach aussieht wie eine blaue Drachenfrucht. So, und bis Karma den Fun Fact über Alfred E. Neumann droppt, gucken wir mal, wie es unserer Kundschaft geht. Können wir eigentlich zuerst gucken, oder? Bevor wir irgendwas brauen. Ich will auch diesen Schnelligkeitstrank ehrlich gesagt nicht verkaufen, weil es so viel Arbeit war. Die Hälfte des letzten Streams hat der gekostet. Guten Tag. Die kommen nicht so gut gelaunt hier rein, ne? Guten Tag. Gestern war ich bei einem Freund auf einer Party und habe mir die Zunge in einer heißen Suppe verbrannt. Ja, passiert mir auch öfter. Ich habe eine richtig krasse Suppenphase gerade. Ich isst oder trinkt man Suppe? Ich verspeise viel Suppe gerade. Ich bin gerade voll auf Suppe. Heute gab es Kimchi-Suppe. Sehr lecker. Alfred Newman, der Komponist der Musik vom 20th Century Fox Intro. Ach, okay, der sieht dem sogar halbwegs ähnlich. Wieder war 16 der Typ, der das komponiert hat? Weil der Alfred E. Neumann ist doch ein Kind, oder? Okay, es ist eine Karikatur. Auf jeden Fall sehr kindliches Aussehen. Cool, das wusste ich nicht. Vielen Dank, das ist ein guter Fun-Fact. Danke, Karma. Also, das ist das, ne? Vom 20th Century Fox. Und dann wurde dieser Scheinwerfer auf diese 3D-Buchstaben. Genau, ja. Nice. Traurig, dass ich nicht wusste, wie der heißt. Dabei kennt jeder diese Melodie. Naja, immerhin, er wurde dann als weirdes Maskottchen verewigt. Warum nicht? Unnützes Wissen. Ja, vieles Wissen ist unnütz und trotzdem schön zu haben. Also, er hat sich die Suppe verbrannt. Nein, er hat sich die Zunge an der Suppe verbrannt. Jetzt kann ich nichts mehr schmecken. Dabei bin ich Brauer. Hey, Moment. Wir erinnern uns. Gab es nicht den gleichen Fall schon mal? Ich muss in der Lage sein, die Qualität meiner Erzeugnisse zu testen. Meine Zunge ist jetzt nutzlos. Hast du eine Art von Heiltinktur? Um einen Trank anzubieten, lege ihn auf die Waage. Oder ist es der Typ, den wir aus Versehen letztes Mal weggeschickt haben, weil er uns zu altklug war? Ich weiß es nicht mehr. Ach, guck mal, hier sind unsere nächsten To-Dos. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Erlerne ein neues Talent. Erschaffe Feuertrank. Erschaffe Frosttrank. Also vielleicht brauchen wir den Frosttrank, oder? Ah, ich dachte, da gäbe es erst einen Tipp dazu. Denn... Ich würde sagen, Frosttrank hilft bei einer verbrannten Zunge, oder? Beende Kapitel 1. Erreiche alle Ziele in diesem Kapitel, um eine Belohnung zu erhalten und das nächste freizuschalten. Immer gerne doch. Wir müssen jetzt einfach raten, wie ein Frosttrank geht. Was haben wir denn? Wir haben unsere alte Wurzel. Wir haben ein Lebens... Die Texte sind länger geworden, oder? Namen aufgrund magischen Eigenschaften, die sich am besten in Rezepten des Erdelements offenbaren. Das klingt nicht nach Kälte. Lebensblatt. Das haben wir dieser Frau abgekauft. Davon haben wir auch nur eins. Da müssen wir sparsam sein. Ist das beliebteste Volksheilmittel bei Verletzungen und Schnittwunden. Das hat er ja nicht wirklich. Er hat ja eine Verbrennung. Eisfrucht. Das klingt gut. Der Legende nach ist es die Leibspeise eines Eisdrachen.
Okay. Ist das so ein Kosename aus dem Mittelalter für Leute, die gerne Eis essen? Gab's da schon Eis? I doubt it. Ich bin auch so ein Eisdrache, zumindest im Sommer. Nee, im Winter ist Eis auch gut, aber da muss dann so ein heißes Element dazu, oder? So schön heiße Kirschen oder so. So, ich will jetzt ein Eisgetränk brauen. Auf gut Glück einfach. Hauen wir einfach rein. Ich würde sagen, Wasser schadet sicher nicht. Aber ich darf es wieder nicht zu kompliziert machen. Dann zermörsern wir doch mal diese Eisfrucht, oder? 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 Ja, komm. Ich glaube, ich muss ja auch nicht immer alles komplett zermörsern. Aber naja, ich glaube, wir müssen zu diesem Fragezeichen dort kommen. Ich tue das schon mal rein. Ach, jetzt wäre es halt geil, irgendwas zu haben, was uns weiter rüberschickt. Das geht aber nicht. Das könnte gehen. Sollen wir noch eine Wasserblüte? Dann haben wir Wasser und Eis. Ich finde, das ist eine gute Kombi. Komm, das wird doch was. Es wird wieder keine gute Landung. Das wird wieder ein schwacher Eistrunk. Aber egal. Die Verbrennung der Zunge war ja auch gestern. Da reicht vielleicht ein schwacher Eistrunk. So, ich glaube, wir rühren erstmal. Widi, widi, widi. Oh. Contenance, Cordula. Als geübter Koch pfeife ich lustvoll beim Kochen. Als hätte ich nie was anderes getan. Wieso geht's denn nicht weiter? Ach so. Ups. So. Geil, zwei Bücher eingesammelt. Könnten wir jetzt irgendwie schaffen, noch ein Dingelchen weiterzukommen? Ein sogenanntes Dingelchen, um einen starken Eistrunk zu machen? Oder lohnt es sich einfach finanziell nicht? Das Lebensblatt opfer ich dafür nicht. Irgendwas, wovon wir viel haben. Ja, wir könnten halt noch ein bisschen Eisblüte. Es ist ein bisschen scheiße, aber ich mach das jetzt. Ich will einmal einen starken Trank haben. Ich einmal gut reinstarten in meinen Tag hier. Als alt. Ah, das war schon zu viel. Fuck. Einheizen. Yes! Wir haben Frosttrank gemacht und er ist nicht schwach. Er hat 2 von 5 Eiszapfen. Nee, wie heißt das? Eisblumen. GG, danke, Butterbrezel. Ich bin stolz. Ich hoffe, das friert dem Typen die Zunge weg, sodass die abbricht. Ich weiß nicht, warum ich so Aggression habe gegen diesen armen Kunden. Wieso habe ich gerade Smörebrö, Smörebrö, Römpömpömpöm im Ohr? Das ist von Otto, oder? Ich weiß nicht, wieso du das im Ohr hast. Ich hatte heute noch kein Smörebrö, glaube ich. Ha, zählt Knäckebrot als... Ja, nicht so richtig. Knäckebrot mit Kimchi. Ich habe nicht nur eine Suppenphase, ich habe auch eine große Kimchi-Phase gerade. Muppet Show, der dänische Koch. Ach so! Ich denke irgendwie an Otto. Dieses uralte Ding, wo der so 20.000 Varianten von Hänsel und Gretel irgendwie singt. Ach, ich bin so alt. Sorry. Okay, der Herr. Ach so, sorry, wir haben. Wir sollten ihren Trank noch fertigstellen und das Rezept speichern. Tada! Okay. Dann haben wir hier einen Eistrank für Sie. Und dann werden... Was? Diesen Trank brauche ich nicht? Are you fucking kidding me? Du hast doch eine Ver... Du willst eine Heiltinktur. Pff. Das ist aber nicht Kunde des Monats. Oh, ich habe auch... Sorry, ich habe ihm Schnelligkeit gegeben. Nee, ich habe ihm das... Dann machen wir halt noch den scheiß Heiltrank. Den kenne ich ja auswendig. Zack, 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 zack. Ich habe mir so Mühe gegeben. Aber egal, das war trotzdem auf unserer To-Do-Liste für Kapitel 1. Wir sind immer noch in Kapitel 1, nach 2 Stunden. Why not? Ich bin ein bisschen sauer auf diesen undankbaren Kunden-Scheißtag hier. So wird das doch nichts. Ich wäre um Side-Filialen, wie sagt man das? Moment. Wer Filialen eröffnen und mich irgendwie ausbreiten mit meinem Tränkeladen und es läuft so gar nicht gut. Für den wäre Gift etwas. Ja, finde ich auch Karma. Undankbarer Typ. Ja, wir machen jetzt... Jetzt kriegt er einen schwachen Heiltrank. Oder sollen wir ihm noch... Komm, wir geben noch einen drauf. Ich will heute mal... ich will heute mal starke Tränke brauen.
So, Vorsicht, nicht zu weit. Eins, zwei. Jetzt bräuchten wir einen, der uns zur Seite führt. Egal, zwei ist besser als eins. Also zumindest in diesem Fall. Ah! Was habe ich getan? Warte, wie kann man nochmal zurück? Wie kann man nochmal? Mit Wasser, ne? Oh Gott, unangenehm. Ja, aber warum geht er jetzt nicht mehr nach rechts? Das wird immer schlimmer. Ich hab's verkackt. Ich will nicht noch eine Wasserblüte opfern. Muss ich wohl, ne? Shit. Hey, Pookie. Cool, dass du da bist. Das freut mich. Sehr schön. Ich hab's verkackt. Du kommst in einem traurigen Moment zu uns. Ich wollte einen extra guten Trank machen, dann habe ich aus Versehen das falsche Gerät hier benutzt, weil, weiß ich nicht, weil ich unaufmerksam und unkonzentriert bin. Opfern wir jetzt noch so eine Eisblume? Ja, komm, oder? Wir kriegen eh am nächsten Tag eine neue. So, jetzt aber. Vorsicht. Hä, wieso geht der jetzt in die Richtung? Achso, okay. Jetzt geht er wieder hoch. Zwei. Vielleicht kriegen wir drei. Komm schon. Egal. Ich will es nicht nochmal riskieren. Jetzt wird eingeheizt. Nice. Heilungstrank. Ein viel zu guter Heilungstrank für diesen... Oder das Rezept hätte ich nicht speichern sollen. Das war ein scheiß Rezept. Egal. Für diesen super undankbaren Typ. Bitteschön. Feilschen minus eins. Du bist wieder so was von weggefeilscht hier. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Ich traue mich nicht. Also das habe ich letztes Mal auch nicht hingekriegt. Aber ich versuch's mal hiermit. Los geht's. Zack, 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 zack. Ist wichtig, dass man dabei zack sagt. Du hast bereits gefeilscht. So, wir können ihm 5 Öre mehr des Schwede abknüpfen. Wieso guckt er denn so bedeppert? So, viel Spaß damit. Okay, ich hatte heute eine merkwürdige Suppe zum Mittag. Viel Suppe heute. Thema Suppe. Und fühle mich jetzt nicht so gut. Uff, hast du etwas gegen einen verstimmten Magen? Keine gastronomischen Abenteuer mehr. Okay. Verstimmter Magen. Okay. Ich finde, diese erdige Wurzel klingt schon nach was, was helfen könnte bei einer Suppe, bei einem verstimmten Magen. Wir haben... Das ist ja offensichtlich für offenere Wunden, also für so oberflächliche Wunden, das passt nicht so gut. Mein Eistrunk, der wurde nicht gut, der kam nicht gut an, den behalte ich erstmal. Hat offenbar etwas mit Wasser zu tun. Wasser ist ja auch nicht verkehrt, davon haben wir aber nur noch nicht so wenig. Gift vielleicht? Vielleicht so eine Windblume, damit er besser pupsen kann. Wir brauchen noch einen Feuertrank. Wie kriegt man denn wohl einen Feuertrank hin? So als Absacker vielleicht für ihn. Also Feuertrank würde ich ja mal vermuten. Braucht man diese Pflanze für, aber die war bisher unsere Zutat für Gift. Vielleicht aber nur, wenn man die mit dem Ding mischt. Vielleicht muss man die ja nur die benutzen. Ich weiß nicht, das wird ihm mit seinem Magen wahrscheinlich nicht helfen, aber ich möchte jetzt einen Feuertrank machen. Die Kunden warten ja netterweise für immer in diesem Spiel. Deshalb kann ich jetzt in Ruhe versuchen, einen Feuertrank zu machen, um ins nächste Kapitel zu kommen. Ich wäre schon ganz gerne so Apothekerin. Ich glaube, das wäre mein Ding. So. Ich habe schön viele Sachen eingesammelt. Okay. Sollen wir einfach noch eine Runde nach links? Ja, da wären ja genug Blümchen hier. Schnipp, schnipp, schnipp. Und da haben wir ja auch noch nicht die ganze Gegend erkundet. Ich bin so ein bisschen verwirrt. Der erste Kunde klang gerade sehr wie einer, den wir letzte Woche hatten. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Spiel nicht richtig gespeichert hat. Mit das Spiel meine ich, dass ich nicht richtig gespeichert habe. Boah, hier können wir ganz viele Bücher abgreifen. Da! Da! Da wollen wir hin. Da kommen wir dann wieder mit dem Feuertrank. Yes, einfach drei
drei Feuerglöckchen ergeben einen Feuertrank. Nice. Wir könnten auch einfach nur bis hierhin mörsern, oder? Geht das auch? Guck mal, wenn wir so bis hier ungefähr mörsern. Das war schon ein bisschen zu weit. Reicht das auch? Mal gucken. So. Gibt es noch eine 2? Yes! Yes! Jetzt nicht das Falsche drücken. Jetzt wird gepustet. Yes, wir haben Feuertrank. Nice. Rezept speichern. Trank fertigstellen. Ich weiß nicht, ob das dem Mann hilft, aber wir fragen ihn mal. Guckt er so, als würde es ihm helfen? Nein. Das Spiel ist auch gut, um Gesichtsausdrücke zu üben, falls man das nicht so gut kann. Ich finde, der sah nicht so glücklich aus. Okay. Okay, also kein Feuertrank für ihn. Dann vielleicht wieder den langweiligen Speichern nicht vergessen. Du meinst das Rezept, Butterbrezel, oder habe ich irgendwas anderes? Alles gut, okay. Alles klar. Okay. Den fand er nicht gut. Was hilft denn sonst mit hier ein Eistrank? Nee. Ich, Stärketrank. Jetzt geht der! Sorry, das war laut. Pff. Ja, dann kann es wohl nicht so schlimm sein mit den Flatulenzen oder was er da hat. Alter. Okay, ja, ich wirke vielleicht ein bisschen inkompetent, wenn ich ihnen drei Sachen anbiete, die überhaupt nicht passen. Okay, also wir haben gelernt, wenn wir dreimal einen Trank anbieten, der nicht hilft, dann geht der Kunde. Puh. Ich brauche auch Rattengift. So, sie sagt wenigstens klar, was sie braucht. Rattengift haben wir nicht da, aber ich weiß, wie es geht. Ich glaube, das war das Ding und das Ding. Ne? Beziehungsweise lasst uns doch in unser Rezeptebuch gucken. Ist das das hier? Nein. Erlerne ein neues Talent. Beende Kapitel 1. Wie erlernt man denn nochmal ein neues Talent? Rezeptbuch. Wir brauchen den Gifttrank. Zeigen die eigentlich immer alle Rezepte an, die wir haben? Nach diesem Rezept brauen. Ja, immer nur das letzte, glaube ich. Das ist ja shit. Ah ne, da hinten ist noch eins. Okay. Oben rechts waren die Talente. Ah, danke. Ich gucke sofort. Karma. Also, Vergiftung war Wasser. Genau, eine Wurzel, eine Feuerblume. Das kriegen wir hin. Das ist aber nun wieder ein schwacher. Aber vielleicht kriegen wir es ja besser hin. Aber das mit dem Verdünnen durch Wasser habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das hat mir ja gerade eben alles vergeigt. So, Talente. Oben rechts. Alles ist oben rechts. Was ist denn ein Talent-Handbuch? Legendäre Rezepte. So weit sind wir noch nicht. Ladenverbesserungen. Das muss ich mir gleich mal angucken. Level. Gold. Beliebtheitsstufe 0 von 12. Naja, ich hab ja mich. Die Reputation. Der Ruf bestimmt, wie sie von den Menschen in der Stadt und darüber hinaus wahrgenommen werden und welchen Kunden in ihr Geschäft kommen. Welche Kunden in ihr Geschäft kommen. Lesen kann sie nicht so gut. Mit einem guten Ruf werden ihre Kunden freundliche und ehrliche Menschen sein. Ach so, also die Kunden sind nur nett zu mir, wenn ich auch einen guten Ruf habe. Weiß ich nicht. Ein schlechter Ruf wird ihnen Menschen mit unreinen Absichten bringen. Zum Beispiel Leute, die Ratten töten wollen. Mit einem neutralen Ruf kommen beide zu ihnen. Der Ruf verbessert sich. Habe ich denn jetzt einen neutralen oder einen guten? Der Ruf verbessert sich, wenn du guten Menschen hilfst und Bösewichte rausschmeißt. Das kann ich machen. Soll ich die Frau rausschmeißen? Der Ruf verschlechtert sich, wenn sie Tränke an Schurken verkaufen. Doch nicht an Schurken. Und sich weigern, Bedürftigen zu helfen. Kalender. Okay, das war jetzt antiklimaktisch. Wo sind denn jetzt meine Talente? Diverse. Nein, diverse Tränke. Zu. Wo sind meine Talente? Wie aus dem echten Leben. Wo sind nur meine Talente? Frage ich mich täglich. Was haben wir hier noch? Element. Achso, das ist Sortierung. Diverse Tränke. Oben rechts. Habe ich rechts und links verwechselt? Oben rechts. Da unten, Talentpunkte. Ah, das kleine in der Ecke. Okay, sorry, sorry. Das hier. Wir haben 6 Talentpunkte. Du erhältst 1 Talentpunkt pro Level. Drücke auf die Taste, um Talente... Ach so, einfach jeden Tag kriege ich ein Talent. Okay, dann müssen wir den Tag noch beenden. Dann haben wir genug Talente für Kapitel 2. Verstehe, verstehe. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, das zu suchen.
jauchzet und frohlocket. Hallo Consequentia, cool, dass du da bist. Willkommen in unserer kleinen Alchemistenwerkstatt. Hier werden Tränke gebraut, die die Kunden enttäuschen. Aber der Laden ist weiterhin geöffnet und es wird schon. Ich wollte mal kurz gucken, ob ich den verbessern kann. Kaputte Alchemistenmaschine, schwer beschädigt und reparaturbedürftig. Ja, ich würde gerne reparieren, aber ich habe keine Ahnung, wie. So, wir wollten Gift mischen, richtig? Ist das schlecht für unser Karma oder für unsere Reputation? Also ich finde es nicht so sympathisch, dass die Frau Ratten umbringen will, aber ich glaube, in dem Kontext des Spiels ist okay, ne? So. Schlupp, 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 schlupp. Gift ist für mich schlecht. Ja, würde ich auch sagen, Karma. Aber die Frau sah so nett aus. Bösewichte, die nett aussehen, da werde ich schwach. Kann ich auch beides auf... Nein, ist die Antwort. Nein, ich kann nicht beides auf einmal mörsern. Moment. Mörser, Mörser, Mörser. So. Das Mörsern ist der schönste Teil vom Spiel. Und das Feilschen, wenn es denn klappt. Ah, jetzt bräuchte ich noch so einen Ticken mehr, ne? Ich jetzt noch so einen Ticken mehr hätte. Dann könnte ich ihr ein gutes Gift geben. Ach komm, die für die Ratten reicht. Ups, oh nein. Da kann man so Unordnung machen. Unordnung im Labor. Meine Güte. Aber ist auch ein bisschen schön. Ein bisschen Tischdeko. Buntes Potpourri. Das verbrennt gleich, wenn ich hier den Ofen anheize. So, genug dekoriert. Guck mal, das macht das Labor direkt ein bisschen schöner. Ein bisschen herbstlicher auch. So, ich würde sagen, wir rühren. Wir rühren uns einen Wolf und dann haben wir gleich einen Gifttrank. Tja, eine 2 wäre schon noch cool. Sollen wir versuchen? Komm, wir opfern noch so eine Wurzel. Ich will heute keinen schwachen Trank verkaufen. Ah, hat sich nicht gelohnt. Ach, shitte. Ach, uns fehlt auch sowas, was nach links führt. Ich habe leider alles verbraten. Das würde nach links führen. Sollen wir noch eine Feuerblume dazugeben? Nee, Moment. Ach komm, wir verkaufen einen schwachen Trank. Ich habe jetzt keinen Bock. Hier rum zu experimentieren und gleich verkacke ich es wieder. Also einheizen. Nice, schwacher Vergiftungstrank. Für die Dame. Trank fertigstellen. Bitteschön. Sie Schurke. Oh, sorry, ich habe den. Doch, ich habe ihn dabei. Dann wird aber auch noch ein bisschen gefeilscht. And go. So. Tschüss. Ui, da kommt wieder der Pilzemann, der Waldschrat. Es ist schön, neue Gesichter in dieser Gegend zu sehen. Wir haben uns gestern erst getroffen. Ich weiß, ich habe ein Allerweltsgesicht, aber offended. Ich nehme an, du bist der neue Alchemist. Ich sag doch, wir spielen einfach den gleichen Tag wie gestern nochmal. Wunderbar. Ich bin der ansässige Pilzsammler. Ah, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Wenn du ein Alchemist bist, ich bin eine Alchemistin, dann erkennst du sicher hochwertige Zutaten, wenn du sie siehst. Ich habe hier ein paar Pilze. Wirst du sie dir ansehen? Ja, ansehen auf jeden Fall. Ansehen kostet ja nichts. Zeig mal deine Ware. Ah, oh, ist das Chicken of the Woods? Schwefelporling. Oh, das klingt ein bisschen geil. Pilze, ich habe ja auch eine Pilzphase gerade. Der stimmt! Den hatten wir letztes Mal schon. Jetzt hatten wir nicht den irren Fettpilz. Ich will auf jeden Fall einen irren Fettpilz kaufen. Wie viel Geld haben wir? 167 Geld. Ich will einen Dyradensattel. Finde ich, klingt auch gut. Ach komm, wir nehmen von jedem 2. Haben wir dafür genug Geld? Gib ihm. Ah, haben wir nicht. Was wollen wir nicht? Kann ich ihm was... Vielleicht kann ich feilschen und dann kostet es weniger. Sollen wir das mal versuchen? Wir versuchen das mal. Okay. Nee, ich möchte... Oh nein, ich muss auf schwierig feilschen. Ja, aber was soll passieren? Wenn es jetzt weniger kostet, haben wir dann Schulden oder was? Ach, das wird schon.
Famous Last Words. Okay, ich habe mich auch jetzt richtig hingesetzt. Ich bin bereit. Zeige mir deine Ware. Schon komische Ansprüche. Ja, ich finde auch, es klingt irgendwie schwierig. Gib ich dir recht, Konsequenz hier. Und jetzt könnt ihr sehen, wie ich versage. Ha! Okay, warte. Wenn ich einmal nicht treffe, treffe ich nie mehr. Oh, scheiße. Shit, shit, shit. Fuck. Ist noch teurer geworden. Ja, einfach doppelt so teuer am Ende. Bruder Brezel, du hast recht. Da war ich übermütig. Ich kann aber sagen, ich gehe zurück. Wenn du einen Handel nach dem Falschen abbrichst, vertraut der Händler dir nicht mehr. Ja, was soll ich machen? Ich habe das Geld ja nicht. Er falscht heute nicht mehr mit dir und bietet dir den allerschlechtesten Preis. Nein, ich möchte nicht abbrechen. Aber was soll ich denn sonst machen? Was soll ich denn machen? Ich kann ja nur abbrechen. Ach, ich könnte Sachen wieder wegtun. Okay, ja, das stimmt natürlich. Nein, ich will... Ich kann auch nicht Sachen wieder wegtun. Was soll ich denn tun? Ich bin ja völlig... Ich kann ja jetzt nur den Händler enttäuschen. Ich enttäusche den Händler. Gut, dass ich mir Sorgen mache um den Händler, während ich einfach ins Minus gehe. Was aus dem Warenkorb nehmen? Das klappt leider nicht, Karma. Oh nein. Und das war der Anfang vom Ende von meiner kleinen Alchemisten-Boutique. Ich hatte so große Träume für meinen kleinen Laden. Ja, da muss ich jetzt wohl. Ich meine, mehr kann ich ja nicht. Gut, dass er sauer ist. Vergaust du etwas außer Pilzen? Was ist, wenn ich jetzt sage, zeig mir deine Ware? Kann ich ja nochmal von vorne? Nö, nur Pilze! Ich habe die besten weit und breit. Ich habe gehört, du verkaufst mir jetzt nur noch Scheiße. Pardon my French. Komme ich denn von jedem ein? Ach, ich kann jetzt nicht mehr falschen. Nehme ich trotzdem von jedem einen? Aufgabe enttäuschen, Händler, check. Genau. Ich glaube, ich bin noch enttäuschter als der Händler. Okay, okay. Ja, was machen wir? Kaufen wir jetzt was, oder? Ach, Mensch. ...149 für 4 fucking Pilze. Wenn ich jetzt halt wüsste, warum ist der eigentlich so grün? Weil er geil riecht. Riecht exakt, wie sie aussehen. Das Problem ist halt jetzt, wenn ich jeweils nur einen von diesen Pilzen habe, bringt mir das vielleicht gar nichts, weil man ja für viele Rezepte schon 2 von einer Zutat braucht. Ach komm, ist ein Spiel. Ich mach das jetzt. Vielleicht kriegt er dann wieder gute Laune. Ich kaufe mir jetzt von jedem Pilz einen ab. Nö, er ist weiter scheiße gelaunt. Ja, fahr doch zur Hölle, du scheiß Pilzschrat. Tschüss. Geh weg. Guten Tag. Sie erwischen mich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Was wollen Sie? Neulich hat es geregnet und ich habe das Brennholz nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Ja, kommen Sie bitte zum Punkt. Jetzt ist es feucht und brennt nicht mehr. Hast du zufällig einen Trank, der uns helfen kann? Uns? Pluralis Majestatis. Er schaut auch bockig rein. Ja, der war richtig sauer. Ich weiß aber nicht warum, weil im Endeffekt hat er mir jetzt wenig für viel Geld verkauft. Die Puppelbremse ist episch. Von ihm hier, ne? Ich finde auch. Ich finde, die sind alle, haben alle Style. Mein Brennholz hat Husten. Okay, dann würde ich sagen, gut, Limonitz, finde ich gut. Dann gibt's Feuer, oder? Damit das Brennholz wieder trocken wird. Wir gucken mal, ob ihm das gefällt. Oh, er macht O. So, jetzt falschen wir ihn in Grund und Boden. Aber lieber nur auf Stufe 2. Damit wir ein bisschen Geld reinkriegen hier. And go. Zock, zock, das war easy peasy hier. Ich finde den Schritt von Stufe 2 zu Stufe 3 immer noch ein bisschen zu krass. So, mein Freund. 61 bitte.
Guck mal, wenn wir keine schwachen Tränke machen, verdienen wir so viel mehr Geld. Es lohnt sich schon. Brennholz mit Feuer trocknen. Klingt interessant. Ich find schon. Es ist ja kein Feuer, sondern ein Feuertrank. Der entzieht bestimmt dem Brennholz Feuchtigkeit oder so. Sieht aus wie ein Vanillekipferl. Ach, der Schnauzi. Der Moustache. Ja, lecker. Lecker Weihnachtszeit. Ich habe ganz schlimmen Durchfall. Sorry. I guess. Hast du irgendwas, das mir helfen kann? Der Fettpilz. Aber das haben wir letzte Woche schon versucht, ne? Fett und fest kann zu unerwarteten Wutausbrüchen führen. Das ist mir egal, da bin ich ja nicht bei. Aber ich finde, das klingt wie was helfen könnte. Bei Verstopfung, oder? Constipation. Cola und Salzstangen. Haben wir nicht. Wachsen in unserem Garten leider nicht, aber guter Tipp. Also, wir könnten... Hier sieht der Mensch immer noch den ganzen Scheiß rum, den ich eben hingeworfen habe. Ich bin ein bisschen stolz auf meine Herbstdeko. Was ist das hier? Wasser. Neue Trankbasis. Sollen wir hier einfach ein Wasser geben? Also ganz im Ernst. Vielleicht hat sie einfach zu wenig getrunken. Geht das? Das ist, wenn wir so... So, bitteschön. Unendlich Wasser. Sie kriegt jetzt aber einen Pott Wasser. Wenn sie den äxt, geht ihr Durchfall, glaube ich, weg. Ja, eigentlich ist das so getrocknetes Obst mit viel Getränk dazu auch gut, oder? Vielleicht haben wir auch einen Pilz gegen Verstopfung. Wenn es einen Schnelligkeitstrank gibt, braucht man da vermutlich einen Verlangsamungstrank. Call die Tasse voll Wasser. Stimmt, Futterbrezel. Wenn sie Verstopfung hat, braucht sie auch eher einen Schnelligkeitstrank. Damit der Stuhl schneller wird, dachte ich. Oder damit sie schneller zum Klo... Ah, ne, sie hat Durchfall, ne? Ich habe schon wieder vergessen. Hat sie Verstopfung oder Durchfall? Durchfall, sorry. Stimmt, Verlangsamungstrank. Du hast recht, Karma, sorry. Den müssen wir noch erfinden. So, für eine schwache Cola brauchen wir Coca-Blätter. Die wachsen bei uns noch nicht. Da muss erst noch die Händlerin vorbeikommen. So, ist jetzt fertig? Ne, ich muss einmal einheizen, ne, damit es fertig ist. Und nein, man kann nicht aus Wasser alleine ein Getränk machen. Aber es blubbert ganz schön doll für nur Wasser. War noch ein bisschen Seife im Kübel. Flitzekacke und Pilze. Ja, ich finde... Ja, ich habe vergessen, dass sie Flitzeschiss hat. Ich dachte, sie hätte Verstopfung. Da sind Pilze vielleicht doch nicht so gut. Ich glaube, Pilze regen die Verdauung eher an, oder? Stinkepilz. Ach ja. Wenn schon, denn schon. Wasserblüte. Könnte auch helfen. Finde ich. Wo waren wir denn noch nicht? In welche Richtung sind wir noch nicht ausgerissen hier auf unserer Karte? Also, ich finde, Wasser könnte passen. Nee, sie hat ja Flitzeschiss. Wieso denke ich denn jetzt an Verstopfung? So, ich sage, dieser Pilz verdankt seinen Namen. Ja, da geht es immer nur um den Geruch. Mir doch egal, wie das riecht. Die arme Frau hat Durchfall. Der Geruch ist da eh schon am Arsch. Wir versuchen mal, was mit dem irren Pilz passiert. Mit dem können... Aber wir haben nur einen davon. Das ist nämlich jetzt das Problem. Es könnten mir denn helfen, aber geht nicht. Weil wir nicht so hochkommen. Hier auf der Karte. Oder haben wir noch irgendwas, was auch so ein bisschen nach oben links geht? Ach Mann, ärgerlich. Und dann haben wir den verschwendet, ne? Ich guck trotzdem mal, wohin das führt. Was soll's. Achso, wir haben auch noch Sachen, die wir nicht mehr da liegen haben. So, wo führt ihr denn noch hin? Ach, du gehst auch nach oben. Das ist nicht schlecht. Und du gehst auch so ein bisschen nach oben. Wir machen halt erstmal den Fettpilz hier. So. Ich würde sagen, wir können schon mal rühren. So. Jetzt gehen wir durch den lustigen Strudel. Entweder mit dem Lebensblatt. Davon haben wir aber... Ach nee, das geht in die andere Richtung. Schon gut, dann gehen wir zurück, wo wir waren. Das ist natürlich Quatsch. Hiervon... Ne, der bringt uns auch nichts. Ihn hier können wir nehmen. Auch nicht wirklich. Ja, wir sind verloren. Das war einfach Quatsch. Wir haben nichts, was uns noch weiter... Oder habe ich was übersehen? Nein. Es geht nicht. Es wird nichts. Liegt hier noch irgendwas rum, was ich vergessen habe? Komm, ich räume mal kurz auf. Hier sieht es ja wieder aus. Wer hat denn hier gewütet? So. Kann man das abbrechen? Nee, ne? Tja.
Wo kriegen wir denn jetzt... Wie kriegen wir denn jetzt unseren Pilz zurück? Geht nicht, ne? Was passiert hier? Ich meine, jetzt sind wir einmal da oben. Jetzt können wir versuchen, uns da irgendwie so lang zu hangeln. Aber dann kommen wir auch nicht weiter. Gibt es einen, der einfach nach links führt? Dann können wir da vielleicht so ganz... Ja, genau. Wenn wir erst den nach oben nehmen... Wo war er? Ich kann mir das nicht merken. Und dann einen zur Seite. Das wird so schief gehen. Aber egal. Wir machen das jetzt. Wir dürfen nicht die... Aber wenn wir die... Ups. Ups, der Löffel. Ui. Ich habe den Löffel abgegeben. Wenn wir die... hier den Knochenfriedhof berühren, kriegen wir dann wenigstens unsere Zutaten zurück. Oh, da wackelt's schon. Warnung. So, und jetzt hatten wir noch einen, der so zur Seite führt. Das wird wieder so ein verkorkstes Kackrezept. Wir verschwenden alles, aber... So, wir können jetzt entweder den Stinkepilz nehmen, den wir nur einmal haben. Oder den Crazy Schwefelporling, den wir nur einmal haben. Oder den Feuerfungus hier, die Feuerglöckchen. Da haben wir wenigstens mehrmals. Komm, die da können wir mal zwei von verschwenden. Also, nee, einen plus Mörser. Packrezept bei Durchfall ist doch gut. Ich finde auch. Wir sind ja noch in der Ausbildung. Das sollten wir unseren Kunden nicht sagen, aber... Es wird ja noch. Ah, scheiße, da gibt es ja schon wieder Knochen. Ah, wir sind so lost. Wir sind so lost. Verschwenden einfach alles, was wir da eben teuer gekauft haben von diesem bösen, bösen Pilzhändler. So, Stinkepilz bringt uns nichts. Haben wir irgendwas, was uns von dem Knochen wegführt? Wie es einfach immer schlimmer wird. Das ist für mich wie Kochen. So, hier, das ist der Einzige, der uns überhaupt irgendwie wegführt. Deshalb nehmen wir den jetzt. Shit, shit, shit. Wo kriegen wir denn mal coole Zutaten her? So. Nein, wir werfen nicht den Stößel in den Topf, sondern die Blüten. Hä? Muss es nicht nach oben gehen? Oh, das war knapp. Wenigstens sammeln wir ein paar Bücher ein. Ah, und guck mal, da wäre auch was. Kommen wir da rüber? Das wäre so schön. Haben wir irgendwas, was uns da rüberbringt? Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nee, warte. Hier, der doch. Doch. Doch, das könnte ein schwacher irgendwas werden, wenn wir mörsern. Also, ehe wir jetzt alles umsonst verbraten haben oder der. Hm. Womit kommen wir denn besser rein? Opfern wir unseren einzigen Schwefelporling? Das ist ein bisschen wie ein Name für so einen richtig saftigen Pickel im Gesicht. Oder nehmen wir dann doch nur ein Feuerglöckchen? Nimm das Feuerding, ist billiger. Hast recht, Karma. Ja, ich habe das Gefühl, der Schwefelporling geht ein bisschen besser rein, aber ich glaube, auf einen schwachen Trank kommen wir auch mit dem Feuerding. Ich meine, der Schwefelporling würde ein bisschen besser reingehen. Das reicht eigentlich schon. Schlüpp. So, jetzt Konzentration. Wenigstens eine 1 will ich haben. Was meint ihr, was wird's? Vielleicht wird's so... Naja, jetzt wird's wieder schlechter. Gib ihm! Wir haben einen Explosionstrank! Ich weiß nicht, ob es das ist. Emil sagt ja. Krass, dass ihr den hören könnt. Ja, Emil sagt oft ja im Moment. Der hat nicht so eine gute Zeit gerade. Ja, krass, dass ihr den hören könnt und dass wir jetzt einen Explosionstrank haben. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen für eine Person mit Durchfall. Naja, kann man sie nicht aussuchen. Also könnte man schon, wenn man halt Ahnung hätte von dem, was wir hier tun. Tun wir aber nicht. Explosionsdrink bei Flotten Otto, genau richtig, ja, ne? Man könnte danach halt die Toilette sprengen, um die Schande zu beseitigen. Ja gut, trotzdem, merken wir uns das scheiß Rezept? Nee, ne? Wohl, kostet ja nichts. Man kann sich halt merken, dass das da oben ist. Yay! Okay, was geben wir denn der armen Frau stattdessen? Vielleicht braucht die einen Frosttrank, damit ihr Stuhl gefriert. Komm, wie wär's hiermit? Findest du scheiße? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie brauchen, junge Frau. Ich weiß es nicht. Ich habe schon komplett alle Zutaten verbraten, die irgendwie cool waren. Vielleicht
Einfach einen scheiß Heilungstrank. Dann kriegt sie einen langweiligen scheiß Heilungstrank. Sorry, hier wird ein bisschen zu viel geflucht heute. Aber ich hatte schon bessere Tage hier im Geschäft. Ach, fuck, Doch, Heilungstrank ist der und die Wurzeln, ne? Ja. So, there we go. Chuck, 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 chuck. Jetzt hier ein langweiliger Go-To. Langweiligen Go-To-Drink. Ich glaube, der ist auch einfach nur im Spiel, damit man denen irgendwas geben kann. Komm, ich hau noch so ein Ding hinterher, damit der teurer wird. Achso, jetzt stoche ich schon. Jetzt mörser ich schon mit dem Löffel in der Suppe. So, Vorsicht, nicht zu schnell. Wir wollen eine 2 oder gar eine 3. Wie geil wäre das denn? Ah, ich riskiere es lieber nicht. Und... Yes, Heilungstrank für die Dame. Voila. Ich hoffe, sie haben nicht zu lange warten müssen. Sind sie sonst zufrieden? Darf sonst noch was sein? Nein? Okay, dann feilschen wir so ein bisschen zu meinem Vorteil, ne? Wir reden und unterhalten uns über Fisch anscheinend. Das erklärt ihren Durchfall. So, bitteschön. Gute Besserung. Guten Stuhl. Ich brauche einen Trank, mit dem ich Kakerlaken, Wanzen und andere Insekten loswerden kann. Verliere ich eigentlich an Reputation, wenn ich weiter Gift verkaufe? Jetzt muss ich ja wieder einen Gifttrank machen. Oh, soll ich den Explosionstrank verkaufen? Das fände ich lustig. Vielleicht will er die wegsprengen. Nein, ist nicht lustig. Das sind Lebewesen, Leute. Ja, langweiliger Gifttrank wieder. Ich bin gelangweilt, wenn ich immer die gleichen Sachen machen muss. Gift, Gift, Gift. Aber man kann auch so mörsern. Wobbel, 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 wobbel. Okay. Neue Mörsertechnik entdeckt. Hilft es vielleicht, Talentpunkte auszugeben? Kam hat schon viel mehr Durchblick als ich. Moment, das testen wir gleich. Ich will diesen Tag beenden, damit wir ins nächste Kapitel kommen. Komm, wir hängen noch ein Ding dran, oder? Damit wir einen stärkeren Drink machen. Ah, wobei... Einer, der ein bisschen mehr zur Seite geht, wäre gut. Damit... Aber keinen, wovon wir so wenig haben. Na. Okay, wir versuchen es hier mit. Das bringt wahrscheinlich nichts. Aber auf eine 2 würde ich schon gerne kommen. Komm. Komm, komm. Noch ein Mensch. Shit. Schade. Ah, warte. Jetzt will ich es wissen. Das sind immer famous last words. Ah, Quatsch, nein. Der würde uns ja nach unten führen. Oder? Nee, wird doch nicht. Ich versuche das jetzt. Hä, warum macht der jetzt so eine Kurve? Ach, weil der andere Drink da noch drin ist. Ach, verdammt. Wieder was verschwendet. Nö, ich rate nur. Ja, du glaubst, du kennst dich mehr aus mit solchen Spielen. So grindy Games. So, ist fertig, oder? Ein schwacher Vergiftungstrank. Für diesen schwachen Plan, die Kakerlaken zu vergiften. Hier. Ich hoffe, sie fühlen sich schlecht dabei. Ich feilsche noch ihnen noch ein bisschen Geld aus der Tasche. Unterhalten uns über... Ah, shit. Das war peinlich. Über Grimassen. Was ist denn jetzt los? Guck, das ist schon eine schlechte Karma, weil ich zu viel Gift braue. Habe ich aus Versehen auf 3 gespielt? Egal, ich habe trotzdem gewonnen. Tschö. Der Tag ist vorbei. Wir können uns zur Ruhe legen. Nach diesen Schandtaten. Oh, meine Brühe. Ganz vergessen. Sollen wir mal in den Garten gehen? Na, da wächst immer nur über Nacht was. Schade. Genau, jetzt sollte ich hoffentlich Talentpunkte kriegen. Kriege ich die, wenn ich ins Bett gehe, oder? So, wir können Talentpunkte wieder verbraten. Sichtbarkeitsradius, Praxis der Alchemie, Handel, Feilschen. Was wollen wir aufbessern? Dürft ihr mitentscheiden. Wir sind ja ein Team. Team Alchemie. Alchemie. Komm schon, gar nicht mehr warm. Schön. Feilschen kostet 5, nur als Warnung. Nee, 10 sogar. Ich glaube, die grünen Sachen haben wir schon. Oder? Alles außer Feilschen. Feilschen gibt es ja auch nur 2 Stufen.
Ach, dann lag es gar nicht an mir. Die Maus funktioniert einfach nicht, wenn man sich das nicht gekauft hat wahrscheinlich. Ich bin gar nicht so langsam. Ja, nehmen wir alles drei außer falschen, oder? Wir werden eins besser. Ach nee, es geht. Ach so. Ich sag doch, wir haben dieses Level noch nicht gespielt. Yeah, wir kriegen Talent dazu, okay. So viele Infos. Gut gemacht. Du hast das Kapitel abgeschlossen. Mit jedem neuen Kapitel erscheinen neue Besucher, Auftragstypen, Trank, Basen, Händler und käufliche Gegenstände. Schließe weiterhin die Ziele aus dem Pfad des Alchemisten ab, um das volle Potenzial deiner Alchemieausrüstung zu erschließen und alle Geheimnisse des Handwerks zu erlernen. Hey, darf ich bitte da noch weiter gucken? Ich will doch auch noch mehr kaufen. So. Wir hätten noch Geld. Wollen wir noch ein bisschen geiler werden? Wollen wir noch ein bisschen geiler werden? Ich weiß es nicht. Erhöht deinen Sichtradius auf der Karte. Mehr tägliche Boni, die Erfahrung einbringen. Grüne Bücher erscheinen auf der Chemiekarte. Erhöht die Chance, dass ein Bonus erscheint. Was für ein Bonus? Erhöht deine Fertigkeit im Handel. Je höher deine Handelsfertigkeit ist, desto profitabler sind die Anfangspunkte, wenn du Waren kaufst und verkaufst. Dies gilt für Transaktionen, Händler und Tränkeverkäufer an Kunden. Kann ich Dünger kaufen für meinen Garten? Wie viele Punkte habe ich noch zu verbraten? Komm, ich mach nochmal jedes einmal. Gib ihm. So, reicht. So, wir gehen schlafen, oder? Wir gehen schlafen. Und dann erwachen wir hoffentlich zu einem erfolgreicheren neuen Tag in unserem kleinen Laden. Bist du sicher, dass du ins Bett gehen möchtest? Ich möchte nicht im Stehen schlafen. Zeit für noch einen Schluck Brühe. Der neue Tag bricht an. Spiel gespeichert. Vielleicht habe ich letztes Mal nicht geschlafen oder so und deshalb hat er das nicht gespeichert. Aber ziemlich sicher, das habe ich jetzt auch schon 10-mal gesagt. Entschuldigung, aber dass wir das Level schon gespielt hatten. Und Level meine ich den Tag. Ich glaube, ein Tag ist ein Level. In meiner Vorstellung jedenfalls. So, erschaffe einen Trank mit zwei unterschiedlichen Effekten. Oh, geil. Explosion und, oder Feuer und Frost. Braue einen Trank aus dem Rezeptbuch. Oh Gott, aber meine Rezepte sind doch alle so schlecht. Erreiche eine Beliebtheitsstufe von 4. Was ist unsere jetzt? Rip to Europe to Tune. 2 nur. Oh Gott. Okay. Als erstes geht's in den Garten. Ich bin gespannt. Och man, immer der gleiche Scheiß. Ich will auch mal... Ja, cool. Ich will auch mal was Neues ernten. Gibt's auch Pilze, die wir vielleicht gar nicht so sehen? Doch, wir hatten mal so einen Pilz am Baum, glaube ich. Okay, ich gehe mal erstmal nach der Kundschaft gucken, oder? Guten Tag. Aha, Gandalf. Gandalf will den 3 Glühbirnen. Hallo. Wie ich sehe, hast du kürzlich eröffnet. Ich bin auch ein Alchemist. Oh, Konkurrenz. Der will mich bestimmt ausspionieren. Aber ich bin nur auf der Durchreise. Ich sammle einige Zutaten und verkaufe Alchemieausrüstung. Also habe ich beschlossen, vorbeizukommen. Zu schauen. Der redet ohne Punkt und Komma, der Mann. Ich habe im Moment nur wenig Geld und habe nur verzaubertes Papier dabei. Aber wenn du dein Rezeptbuch erweitern willst, kannst du ein paar Blätter kaufen. Verzaubertes Papier? Hier dieser Trick mit der Zitrone und so, oder was? Ich habe verzaubertes Papier dabei. Der will Diddleblätter tauschen. Okay, ja, zeig mal dein verzaubertes... Achso, ich kann ihn fragen. Die Blätter im Rezeptbuch sind aus speziellem Zauberpapier. Der Zauber verlangsamt die Alterung des Papiers und ermöglicht es dir bestehen... Also einfach Konservierungsstoff oder was? Und ermöglicht es dir bestehende Rezepte zu bearbeiten. Du kannst sogar ein altes Rezept komplett löschen und stattdessen ein neues schreiben. Kann ich ja sonst nicht. Außerdem können Blätter aus verzaubertem Papier bequem in das Rezeptbuch eingebunden werden, wodurch du es fast unbegrenzt erweitern kannst. Alchemie okay, aber glauben wir an Magie? Das ist eine gute Grundsatzfrage, Limonitz. Weiß ich nicht. Der Typ ist ein Scharlatan, oder? Ich will trotzdem, dass er mir seine Ware zeigt. Glauben wir an Magie? Einmal Abstimmung im Chat. Glauben wir an Magie? Für ja ein M, für nicht Magie ein Ausrufezeichen und ein M. Okay, ja, wir gucken uns sein Papier mal an. Muss ich jetzt 180 Ocken pro Seite bezahlen? Habe ich eh nicht. Ja komm, wir lassen's. Weil wenn wir jetzt falschen, dann können wir bestimmt wieder nur auf 3 Schwierigkeitsgrad 3 falschen. Das heißt wahrscheinlich diese 3 Sterne. Ich lasse es. 8-kantig rausschmeißen den Wicht, ja, ohne Witz. Geh weg! Hey, X! Geh! Zieh Leine!
Was kommen denn hört von Leute rein? Hallo, Alchemist. Hilf mir, meinen Vorrat an Tränken wieder aufzufüllen. Ja, hilf dir selbst und kauf mir Tränke ab. Ich hatte einige dabei, aber die Jagd stellte sich als wild heraus. Und ich musste jeden einzelnen trinken. Also einfach hackedicht, der Typ. Ich brauche einen Trank, der die Wundheilung beschleunigt. Vorzugsweise nicht allzu giftig. The bar is on the floor. Sag, wenn ich in die Apotheke gehe, ich auch immer so, ich hätte gerne Medizin gegen, was ich Kopfschmerzen. Vorzugsweise würde ich davon nicht gerne sterben. Ja, aber hier, Wundheilung, das klingt auch hier nach unserem, hier dem Ding, oder? Lebensblatt ist das... Emil, lass mich bitte ausreden. Lebensblatt ist das beliebteste Volksheilmittel bei Verletzungen und Schnittwunden. Die Zutat wird aufgrund ihrer heilenden Eigenschaften häufig in Heilmitteln und medizinischen Umschlägen verwendet. Einige Heiler verbrennen sogar Lebensblätter und behaupten... Ach, wir können auch Sachen verbrennen, dass man mit dem Rauch Atemwegserkrankungen behandeln kann. Was ist denn sein Problem? Also er ist verwundet. Komm, wir können weiter mit reden. Bist du ein Jäger? Richtig, aber ich jage keine Tiere. Ich jage Kreaturen wie Trolle, Oger, diverse Ghule, manchmal auch Harpyen. Harpyen. Erste Betonung auf der ersten Silbe, oder? Im Allgemeinen habe ich mit allen Arten von fantastischer Beute zu tun. Aber die Bezahlung ist anständig. Wer kauft dir das denn ab? Ich würde gern einen toten Oger kaufen. Als Zutat. Geht das? Nee. Aragorn mit Granatengürtel. Ja, ohne Witz. Aber so schön bunt. Sie ein bisschen auf so eine Party-Lichterkette in so einem Biergarten. So, junger Mann. Hier ist sexy Narbe in der Augenbraue auf jeden Fall. Ich hatte so eine kurze Phase in meinem Leben, so als Teenager. Da fand ich das mega hot, wenn Leute so Augenbrauen-Piercings haben. Womit Leute meinte ich damals Jungs. Ja. So hat man so seine Phasen. Ich fand dann aber nicht so hot, wenn die dabei graue Haare hatten. Damals mit 13 oder wie alt ich da war. Okay, junger Mann, alter Mann, verletzter Kriegermann. Erstmal cool, dass du keine Tiere jagst. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt so Fabelwesen... Also die haben ja auch Gefühle und so. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt besser. Aber wie kriegen wir denn jetzt so ein Wundheilungsding für ihn hin? Machen wir einfach unseren Standard-Gesundheitsdrink? Oder versuchen wir was Neues? Was meint ihr? Also ich glaube, der hier wäre schon cool. Aber davon haben wir halt nur einen. Den haben wir dieser Frau mal abgekauft. Dieser fahrenden Händlerin. Was haben wir denn sonst noch so? Terraria, also der Standard wäre halt wieder Terraria und diese Wasserblüte. Dann haben wir noch einen lustigen Dyradensattel. Die Story hilft mir überhaupt nicht, die dazu steht. Die Dyraden haben das... haben diesen Pilz als Reittier benutzt, whatever, da war wohl jemand high. Wie das riecht, hilft wahrscheinlich auch nicht bei der Jagd. Eisfrucht hilft ihm wahrscheinlich auch nicht. Verdammt, ja, das ist einfach nur, dass er weird mufft. Unsere Karte ist schöner sichtbar jetzt, ne? Weil wir abgelevelt haben, nice. Ja, ich mache ihm erstmal, ich glaube, einen Standard-Gesundheitsdrink, weil ich weiß gerade nicht, kannst du mit einem Handfächer verwenden. Das ist auch ein komischer Funfact. Ja, ich glaube, ich mache ihm erstmal so einen Gesundheitsdrink. Aber vielleicht, wenn ich das nehme für den Gesundheitsdrink und dann noch... Nee, das wird nichts, ne? Ich da dann das dranhänge... Nee, das wird, glaube ich, nichts. Aber wenn ich... Moment, ich denke gerade laut. Müsste ihm nicht folgen können. Hey, warte, also da bin ich. Ich muss kurz meinen Finger benutzen. Das kriegt ihr erst zum Glück nicht mit. Wenn ich dann das da dranhänge. Nee, das hilft mir auch nicht. Das und dann. Ich versuche jetzt. Ah, dann ist halt dieses coole Lebensblatt weg. Ich will das jetzt. Das ist eigentlich total dumm. Deshalb mache ich das jetzt. Wenn nicht in so einem Computerspiel, kann man ja mal total dumm sein. Das hat ja nicht wirklich Konsequenzen. So, dann gehen wir noch eins hier lang. Nein, doch. Und eins da lang. Ich will einmal einen Stufe 3 Drink hinbekommen.
Und heute ist es vielleicht soweit. Ich habe Angst. Hallo, Emil. Ja, was ist denn? Komm schon, komm schon. Ach, scheiße. Ja, Bibi, was ist denn? Komm mal hoch. Ist eine schlechte Laune. Ist hier langweilig. Ach komm, ich lasse es jetzt lieber, sonst wird es nur schlimmer. Gut, dass ich jetzt das Lebensblatt dafür verschwendet habe. Aber so ist das Leben als Alchemistin. Da muss man nochmal Risiken eingehen und dumm sein. So, junger Mann, ich hoffe, das hilft. Okay, er ist nicht abgetan. Und es kostet schon ohne Falschen 21 Geld. Dann falschen wir nochmal. Hoffentlich erfolgreich. Ja, er guckt sich das ganz genau an, ne? And go. Okay, wir haben 27 verdient. Ist nicht die Welt, aber gute Fahrt, frohe Jagd noch. Alchemist! Das ist ein Kastrat. Wie heißt das? Eine Eunuche. Alchemist, gib mir einen Heiltrank. Wie heißt das Zauberwort? Ein Bandit hat mich gestern mit einem Pfeil in die Schulter geschossen. Ich sehe nichts davon. Die Wunde ist nichts Ernstes. Ich habe leider meine Lebenspflanze da gegen Wunden habe ich leider verschossen. I'm so sorry. Die Wunde ist nichts Ernstes, aber ich kann es mir nicht leisten, einen ganzen Monat lang herumzuliegen. Ja, wer kann das schon? Da haben sich die Zeiten bis heute auch nicht gebessert. Ich muss bald wieder an die Arbeit gehen. Um einen Trank anzubieten, lege ihn auf die Waage. So, komm, für so eine Schulter geben wir ihm einfach einen langweiligen Heiltrank. Und wir haben jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit, den geil zu machen. Also kriegt er einen schwachen. Sorry, aber ich spiele jetzt einarmig. Der arme kleine Muck muss hier unten bekämpft werden. Aua! Kleine Aggression. Eigentlich müssten wir den auch auf jeden Fall auf Stufe 2 kriegen, indem wir einfach noch eine Wurzel gleich hinterherhauen. Das wird schon. Aua! Nicht beißen. Jemand sollte diese Katze erziehen. So. Und dann noch ihn. So. So. Nice. Na, guck mal. Wenn wir das gleiche hinbekommen wie gerade mit ganz viel Aufwand und Verschwendung eines Lebensblattes. Naja, man lernt ja nie aus. Das Rezept hatten wir eh schon gespeichert. Egal. Voila, junger Mann. Gute Besserung. Gucken, ob wir jetzt auch wieder 27 rausholen. Ich hoffe doch. And go. Reden ein bisschen mit ihm über das Wetter. Das hilft ja. Wir können darüber den Kampf reden, indem er seine Schulter hat kaputt schießen lassen. Aber gut. Wir wollen lieber ein langweiliges Gespräch führen. Bitteschön. Schönen Tag, noch gute Besserung. Ah, das ist die Händlerin. Nice. Hi, brauchst du Kräuter? Zeig mir deine Ware. An wen verkaufst du sonst noch Kräuter? Ich möchte, dass du nur exklusiv an mich verkaufst. In der Stadt brauchen viele Leute Kräuter. Manche nutzen sie zum Würzen, andere für medizinische Zwecke. Und der Bierbrauer verwendet sie oft, um neue Arten von Bier zu brauen. Nee. Verflixt, das hätte ich nicht gedacht. Ja, dann zeig mir mal deine Ware. Okay, also das war bisher nützlich. Der Scheiß wächst... Ah nee, das wächst auch bei uns, ne? Nee, eigentlich ist das hier das, was wir geil finden. Das ist auch das Teuerste, natürlich. So, wie viele kaufen wir uns davon? So viel, wie wir können, oder? Wenn wir jetzt feilschen, könnte es sein, dass es mehr wird, ne? Ich traue mich nicht, weil man kann ja irgendwie nicht entscheiden, auf welcher Stufe man feilscht. Bei den Händlern. Ich nehme es lieber so. So, ein ganzes Geld verpuffert für das Ding. Aber ich glaube, das ist ein gutes Ding. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch Quatsch. Wahrscheinlich ist Quatsch. Naja, aber die ist halt ganz cute, da kann ich nicht anders. Der Bierbrauer verkauft seit kurzem Heilbier, Giftbier, Explosionsbier, Schnelligkeitsbier, genau, Feuerbier, Kältebier. Brauchst du Kräuter? Nee, wir haben doch gerade schon gehandelt. Oh nein, kein Kurzzeitgedächtnis, die gute. Gehabt euch wohl, junge Maid. Oh, den kenne ich auch nicht, der war noch nie hier. Ich brauche ein starkes und schnell wirkendes Gift. Ich würde es begrüßen, wenn du dir deine Fragen sparst und unsere kleine Abmachung geheim hältst. Ah, das ist so einer, ein sogenannter Schurke, direkt erkannt. Dein Schweigen wird natürlich großzügig honoriert werden, um einen Trank an... So, geh weg. Geh weg, du Scharlatan. Ich muss an meiner Reputation arbeiten. Ich verkaufe, du willst dir deine Frau umlegen. Ich sehe das doch direkt. Geh weg. Haha, Griesgram.
Ich brauche einen Trank, der mir helfen kann, eine hohe, steile Klippe zu erreichen. Okay. Proteine, oder was? So ein Muskelaufbau? Shit. Ich kenne mich doch nicht aus, Leute. Eine hohe, also ein Krafttrank. Drink. Hier. Nicht? Hä? Was haben wir denn noch? Schnelligkeit? Was will sie denn? Willst du die Klippe vielleicht, wenn du die... Oh, fuck. Jetzt ist sie wieder sauer. Ach man, ich hätte gern gewusst, was ihr geholfen hätte. Ich hatte vergessen, dass ich ihr keine... Red Bull trank. Sehr gut, Leonitz. Vergessen, dass ich ihr keine drei Tränke anbieten kann, bevor sie, dass sie ihn abhaut. Hä, aber was will sie denn sonst? Ein schön steil, wahrscheinlich so ein Flugtrank? Ja, whatever. Weil das kam das realistisch rüber. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht sonderlich gut. Ich kann ja auch aufhören zu husten und mein Kopf tut weh. Kannst du mir helfen, wieder gesund zu werden? Ja, leg dich ins Bett und trink Tee. Verkaufen wir Tee? Pilztee vielleicht? Ja, wir geben mir einfach wieder einen langweiligen... Ich will mal andere Sachen machen als den Dingenstrank. Habt ihr eine Idee, was braucht die Frau? Vielleicht, wenn sie explodiert, geht der Husten weg, oder? Ja, machen wir einen langweiligen Heiltrank, whatever. Was sonst? Go. Ich möchte nicht immer das Gleiche kochen. Nicht gedacht, dass ich in meiner Kochkarriere mal an dem Punkt ankomme, wo es mir langweilig ist, dass ich immer das Gleiche koche. Aber jedenfalls im Spiel ist es jetzt soweit. So, mal springen wir schnell hinter uns. So. Und wir müssen irgendwie nie Wasser nachfüllen, ne? Das ist immer schon im Topf. Ich meine, es sind ja auch Tränke. Es wäre komisch, das wird sie einfach nur so ein trockenes Müsli kriegen, quasi. So. Bitteschön. Der Go-To-Drank. Langweilig. Ich weiß, aber was soll ich tun? So, wir reden mit ihr ein bisschen über Angeln. Was denn da einfach steht? Was steht denn hier? Einsteiger. Okay, wir sind ja keine Einsteiger. Kann man Tränke auch automatisch brauen, wenn man ein Rezept hat? Das ist eigentlich ein guter Punkt, Kammer. Ich versuch's gleich mal. Moment. Ich muss eben was Angeln reden. Das gelingt mir nicht so ganz. Oh je. Nicht, dass wir am Ende noch das Falschen verlieren. Oh Gott, es läuft nicht gut. Jetzt habe ich eins... Hä? Wieso ist es denn so schwierig geworden? Shit. Come on. Stunden später. Knappe Kiste. Komm schon. Alter. Nein, wir haben eins Geld verloren. Was ist denn los mit uns? Komm, geh weg. Geh mir aus den Augen. Ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen und jetzt habe ich furchtbare Bauchschmerzen. Ist auch einen schlechten Haarschnitt obendrein. Und ich habe Blähung. Ja, muss ich etwas sterben? Ja. Irgendwann schon. Gibt es etwas, das mich retten kann? Oh, wir haben einen Hypochonder. Ja, wir können auch mal Nein sagen, ne? So, was könnte ihm denn helfen? Ich habe keinen Bock, wieder einen Heiltrank zu machen. Was Schlechtes gegessen. Gut wäre vielleicht so ein Ding, wovon er sich übergeben muss, oder? Gibt's das? Also Brechmittel. Oder? Einmal Magen auspumpen. Gibt's das? Ja, das hilft mir nicht. Zack, wie sie aussehen. Pilz verdankt seinen Namen einem spezifischen Geruch, der entsteht, wenn er im Mörser gemahlen wird. Sollen wir mal versuchen... Ich will doch nicht diesen einzelnen Pilz, den wir haben, da vergeigen. Nach diesem Kunden muss ich mal kurz ein Päuschen einlegen übrigens. Ganz schnell. Zu viel Brühe getrunken.
Okay. Was geben wir ihm? Ja, wir geben ihm einen scheiß Heiltrank, oder? Also irgendwie Abführmittel wäre geil, aber... Achso, Moment, wir können aber noch hier runtergehen. Kommt aber nichts. Oder will er einen Explosionstrank? Nee, ach, jetzt nicht wieder die ganzen Tränke ausbilden und läuft da gleich weg. Also, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal, was Karma erfragt hat, ob wir so ein Rezept auch einfach machen können. Gift ist doch bestimmt abführend. Das stimmt. Ein schwacher Gifttrank? Ich guck mal kurz, ob wir den Heiltrank einfach schnell machen können. Es gehen auch bald die Wurzeln aus hier tatsächlich. Also nicht bald, aber wir hatten mal mehr. Whatever. Wo sind unsere Rezepte noch? Hier. So, den möchte ich jetzt machen. Von diesem Punkt aus weiter brauen, nach diesem Rezept brauen. Karma! Was für eine sehr gute Idee. So zeitsparend. Wir haben ganz viele Rezepte für das Ding. Nice. Man muss dann dreimal pumpen anscheinend. Das ist doch völlig egal. 30 Mal umrühren. Yes. Ja, das ist geklappt. Wo ist er denn? Da ist er schon da. Okay. Wie schön, junger Herr. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Falschen jetzt. Okay, das sind große Flächen. Das müsste diesmal klappen. Ich weiß nicht, was da eben los war. Vielleicht werden die kleiner, wenn man einmal daneben klickt, so als Strafe. So. Gute Besserung. Gute Preise, gute Besserung. Ich bin ganz kurz weg und bin gleich wieder da. Nee, falsch, falsch, falsch. So. Bis gleich. So, hallo, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr wart feinartig und seid nicht heimlich an unsere Zutaten, unsere Tränke gegangen. Nach 3 Stunden Spiel kommst du damit an, Karma. Wirft an Gerrit Karma vor, was das schnelle Rezept umsetzen umgeht. Karma sagt zu Recht, er kennt das Spiel ja auch nicht. Also sehr gut, dass du als Einziger die Idee hattest, das so zu tun, Karma. Es macht eigentlich total Sinn. Sonst wäre das Rezeptebuch ja auch einfach, ja, einfach... Also außer, dass es natürlich eine Gedächtnisstütze ist, aber würde das wenig Sinn machen. Dabei ist es so eine Art Schnellwahltaste. Und nun hört auf Karma zu mobben an Gerrit. So, weiter geht's. Der Tag ist vorbei und ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz in den Keller, gucken bei unserer kaputten Alchemiemaschine, ob sich da Miraculous Mirac... Wie sagt man das denn? Über Nacht? Zufällig? Adjektiv. Miraculously? Miraculix. Ja, wie von Zauberhand, wollte ich sagen. Szene! Ist schon, okay. Aber danke für die Erinnerung, Bruder Brezel. Ob sich da was getan hat? Nö, natürlich nicht. Wie können wir das... Ah, geil, hier wachsen Pilze. Können wir die benutzen? Also müssen wir irgendwie Teile kaufen. Aber wir haben noch keinen Händler. Wie kriegen wir denn diese Händler, die uns das verkaufen? Oh nein, es hängt die Maus. So, da ist sie wieder. Das geht mir alles nicht schnell genug. Jetzt weiß ich, was du meintest mit Grindy, Butterbrezel. Diamanten. Ich mag Diamanten. Geht so. Kommt, wir gehen schlafen und dann gehen wir in den Garten und dann haben wir hoffentlich mal cooleres Gemüse und dann bricht ein neuer Tag an und alles wird gut. Okay, der neue Tag bricht an, Spiel gespeichert. Haben wir schon Talentpunkte, die wir wieder verbraten können? Ich bin dafür, dass wir das direkt tun. What? Wie teuer war das? Ach so, Talentpunkt, ich habe da oben geguckt. Ja, komm, egal. Noch einen größeren Sichtbarkeitsradius. Das denke ich auch jeden Abend, dass morgen besser wird. Ja, irgendwie muss man das ja denken, um weiterzumachen. Gehen wir kurz in den Garten. Ah, wir haben was Neues! Wir haben was Neues! Das sieht funky aus. Geil. Was ist das? Das ist... Sieht aus dem Bumerang. Eine haarige Banane! Lecker. Außerdem haben wir... Jetzt hängt die Maus schon wieder. Was ist denn los? Außerdem haben wir hier sowas los. Deshalb klappt das auch gleich wieder nicht mit dem Falschen. Ein Koboldpilz. Entgegen der landläufigen Meinung verwenden die Kobolde diese Pilze nicht als Kochzutat. Okay, dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Oh, ein Talentpunkt, geil. Können wir direkt verbraten. Ich bin dafür, dass wir Talentpunkte immer direkt verbraten. Alles andere kennen wir schon.
Hier gibt es noch so kleine lustige Dinger. Okay, die kann man nicht ernten. Pfff, sagt Puderbrezel. Auch wegen der haarigen Banane? Achso! Klassisches 70er-Jahre-Rezept. Haarige Banane. an Gerrit. Nee, aber du hast recht. Klingt so. Okay, Talentpunkt. Wir haben einen neuen Talentpunkt. Wollen wir lieber mehr tägliche Boni oder beim Handeln besser werden? Ich habe das mit dem Boni noch nicht verstanden, aber komm, wir gehen einfach immer reihum um. Ach, vielleicht sollten wir irgendwann mal auch im Falschen besser werden. Vielleicht sollten wir sparen. Ich sehe es ja ein. Wir brauchen einen Wachstumstrank. Vielleicht brauchte das die Frau mit dem Klippenproblem. Die musste einfach so groß werden wie die Klippe mit einem schnellen Wachstumstrank. Es gibt auch schnell. Ich dachte, es gibt nur stark. Es gibt einen schnellen Wachstumstrank. Ah, das ist quasi unser Schnelligkeitstrank. Wo ich auch bis heute nicht verstehe, wie wir den geschafft haben. Aber mit Wachstum mit drin. Jetzt habe ich was im Auge und zuck so nervös. Keine Angst, ich habe keinen... Ich drehe nicht am Rad. Erreiche eine Beliebtheitsstufe von 4. Naja. Und erschaffe einen Trank mit 2 unterschiedlichen Effekten. Aber ist 1 und 3... Also würde 3 nicht 1 abdecken? Ach, Emil. Komm, wir gucken mal, was die Kundschaft macht. Emil, komm hier hoch oder auf meinen Schoß, dann kann ich dich streicheln, aber da unten komme ich nicht dran. So, oh lieb, ein Rucksacktourist. Seid gegrüßt, ich bin ein fahrender Händler. Yes! Haben Sie Teile für meine Maschine? Bitte, 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 bitte. Ich bin an deinem Laden vorbeigekommen und habe mich entschlossen, vorbeizuschauen. Sehr ausführlich beschrieben. Habe ich mir schon gedacht, dass Sie sich entschlossen haben, hier reinzukommen. Ich denke, dass dir einige meiner Waren gefallen können. Hi, Emil. Nein, jetzt bleib ich doch hier oben. Und es macht mir nichts aus, etwas von deinen zu kaufen. Was willst du denn haben? Wollen wir miteinander handeln? Oh, wie lieber ist. Klar doch. Was verkaufst du denn normalerweise? Ich habe mich nicht auf eine bestimmte Art von Waren spezialisiert. Okay. Ich reise umher, kaufe und verkaufe allerlei Dinge. Daher ändert sich mein Sortiment ständig. Alles klar. Dann zeig mal, was du hast. Ei! Das ist viel. Das sind diese scheiß Blätter, die ich mir nicht leisten kann. Ich habe nur 47 Geld. Ich glaube, das wird kein ausführlicher Handel werden, leider. Das sieht geil aus. Was ist das? Bei Gewittern knistern Blitze und um diese Blume herum. Die Donnerdistel! Klingt cool, aber hilft uns, glaube ich, nicht. Wir wollen ja was wächst, weil es Wachstum hilft, ne? Hat dieser Pilz einen Schatten? In der Tat, den hat er. So. Die Kappen dieser Pilze sehen aus wie Hexenhüte. Daher kommt auch der Name. Sie sind auch bei Magiern und Alchemisten wegen ihrer magischen Eigenschaften beliebt. Die da wären? Ist das ein Zufall? Ganz bestimmt. Der zahlt dir total miese Preise. Ja, der ist krass, ne? Alles voll teuer. Ach, witzig, stimmt. Er verkauft das für 30 und will 2,2... Was ist das für ein Wichspickel? Sorry. Nichts für ungut, ich mag den nicht mehr. Oh, ich hasse Geschäftsleute. Fett und fest, davon haben wir schon mal einen gehabt. Wir wollen ja was weg. Schlingpflanze hilft bestimmt beim Wachsen. Nass und schlüpfrig. Eisfrucht kennen wir schon. Sumpferig. Ein Pilz, der normalerweise an sumpfigen Orten wächst. Schmeckt. Entschuldigung, wie ein dreckiger Lappen. I wouldn't know how a dreckiger Lappen schmeckt. Lebensblatt kennen wir schon. Haben wir schon. Wollen wir nicht. Haben wir schon. Was haben wir hier? Die Gutbeere. Gutbeeren sind zwar klein, aber sehr sättigend und besitzen heilende Eigenschaften. Ja, das sagt ihr immer, aber werdet doch mal konkreter. Entdecker nehmen sie oft mit in dunkle Verliese. Warum gehen Entdecker denn in dunkle Verliese? Damit sie dort nicht verhungern oder um kleinere Wunden zu heilen, okay. Sehr hart und trocken, kann außerdem rollen. Okay, das hätte bestimmt der Frau mit dem Durchfall geholfen. Meint ihr, die kommt nochmal? Aber 139, da habe ich auch lieber Durchfall. Dyradensattel kennen wir schon, Seltsamling. Sieht aus wie ein wirklich seltsamer Pilz. Wenn es überhaupt ein Pilz ist. Mysterious. Schlammpilz. Dieser Pilz ist ziemlich bitter. Sie eignen sich am besten für Tränke für ungehorsame Kinder. Okay. Raue Sitten damals. Ja, ist da irgendwas bei, was nach Wachstum klingt? Außer, ich finde, die Schlingpflanze klingt interessant. Die kostet auch genauso viel, wie wir Geld haben. Und dann kriegen wir vielleicht noch Geld zurück. Soll ich mal gucken, was man braucht? Jetzt wird schon gemogelt.
Kannst du machen, Angela. Vielleicht verkaufen wir ihm erstmal was. Wovon haben wir denn viel? Von nichts. Doch hier. Ja, er gibt uns halt 2,2 dafür. Das ist so ridiculous. Vor allem, wenn ich sehe, wie viel er dafür bezahlt. Ich fühle mich so verarscht. Sollen wir ihm irgendwie einen Quatsch verkaufen, den wir hier haben? Aber das kriegen wir so schnell nicht wieder. Wir haben keinen Fettpilz mehr. Das könnten wir jederzeit neu machen, oder? Mit zumindest zur Zeit die Zutaten. Also könnten wir ihm für 13 das verkaufen. Aber das lohnt sich voll nicht. Da kriegen wir, wenn wir das an unsere Kunden verkaufen, kriegen wir da irgendwie über 20 für. Live Leaf and Wild Bloom. Verkaufen lohnt sich nicht. Ja, sehe ich auch so. Danke, Karma, dass du das nochmal bestätigt hast. Helfen die englischen Namen Wild Leaf. Live Leaf ist das hier, ne? Ne, Moment. Das hier ist Live Leaf. Und Wild Bloom. Wild Bloom. Wild Bloom. Das wird ja kein Pilz sein. Gutbeere. Hat er einfach nicht. Das ist irgendwie so eine Wildblüte. Haben wir das denn? Haarige Banane, was kann die eigentlich? Wie eine flauschige Schote, Banane und Bumerang in einem. Kannst du diese Banane rasieren? Aber sicher. Aber warum sollte ich denn? Man muss nicht immer alles rasieren, Leute. Koboldpilz. Sorry, Waterbloom. Ja, dieses haben wir doch beides. Wirklich? Das und die Wasser-Ingo-Dingens hier reichen schon zum Wachsen? Ja, habe ich ja beides. Ja, da kann sich auch dahin scheren, wo der Pfeffer wächst. Der verkauft ja nicht mal Pfeffer. Sollen wir trotzdem die Schlingpflanze nehmen? Die finde ich irgendwie geil. Nass und schlüpfrig. Jetzt kriegen wir das ganze Rezepte durchgegeben. Vom Schummeljan. 3 Leaf und ein Bloom. Von der Krümmung her könnte das mit der Bumerang und der Banane sogar klappen. Ja, ne? Ich finde, es sieht voll aus wie ein Bumerang. Ja, sollen wir irgendwas von ihm nehmen? Dem alten Halsabschneider. Schlingpflanze. Die hat es mir irgendwie angetan, aber nur weil die genauso viel kostet, wie wir gerne. Komm, wir lassen es, oder? Zum Kuckuck mit dir! Geh weg! Ksch, ksch. So, da kommt eine schöne Rittersfrau. Mein Mann geht in den Wald, um Wild zu jagen. Er könnte einen Trank gebrauchen, der ihm dabei hilft. Will sie ihn umbringen? Nee, sie will ihm schon wirklich helfen. Soll ich dir mal einen richtigen Bumerang zeigen? Karma! Nein. nein, danke. Heute nicht. So, also. Nervt das nicht hier im Blickfeld, dieses Ding? Ich weiß nicht. Zielwasser. Er braucht Zielwasser. Zielwasser ist Alkohol, oder? Selbst gebaut. Ach so, sorry, habe ich dich falsch verstanden. Baust du Bumerang? Ist das dein Job aktuell, Karma? Bist du ein Bumerangbauer? Bumerangkonstrukteur? Gleich gibt's ein Ban-Karma. Okay. Das ist nur Hobby. Woraus baut man denn Bumerangs? Einfach aus Holz, oder? Die snitzt man aus Holz, oder? Ich hatte nur einen aus Plastik aus der Mickey Mouse, oder hat nie richtig funktioniert, oder ich war zu doof dafür. Nee, ich musste mal bei so einer ganz cringigen Veranstaltung in Australien oder Neuseeland? Australien? Neuseeland? Australien. Ein oder selbe Land, wenn du mich fragst. Da musste ich Bumerang werfen. Ich will das gar nicht so weit ausholen. Konnte ich nicht. Das ist die ganze Geschichte. Da wurde quasi einem beigebracht, wie das wirklich geht. Flugzeugsperrholz. Wie kommst du daran? Arbeitest du bei der Lufthansa? Bumerang ist eher Australien. Ah, danke, Limonitz. Ich glaube, es war auch Australien. Das war ein und derselbe Urlaub, deshalb muss ich gerade überlegen. So oft bin ich auch nicht down under. Ja, das war in Australien. War nicht so, konnte ich leider nicht so. Nur Hobby. Ja, aber wie kommst du an... Also, dass der Bumerang Hobby ist, habe ich verstanden. Aber wie kommst du an Flugzeugsperrholz, Karma? Also, ich habe noch nie irgendwelche Flugzeugteile irgendwo rumliegen sehen. Oder bist du immer vor Ort, wenn eins abstürzt? Too early. So, also ihr Mann geht in den Wald. Der will besser zielen. Ja, wahrscheinlich Bumerang, oder? Bumerang, also komm. Wir machen jetzt was mit dem Bumerang. Wir gucken mal, was daraus wird. Wir haben ja 3 Stück. Ja, aber dann landen wir hier. Das bringt uns ja auch nichts, ne?
Oder? Dann, da ist ja nichts. Wir wollen ja neue Gegenden erschließen. Was sind eigentlich die grünen Bücher im Vergleich zu dem beigen? Versteht ihr das? Da können wir noch rauszoomen. Wir können rauszoomen, Leute. Ach, die Welt ist spannend. Wenn man nur einmal richtig hinguckt. Okay. Hier sind wir noch so gar nicht lang gegangen. Da würde ich gerne mal hin. Was haben wir denn was in die Richtung? Zum Beispiel der Koboldpilz. Nee, Quatsch, der führt unten falsch. Falsch, falsch, falsch. Was führt uns denn nach oben? Ach, der stinke... Nee, auch nicht. Wir wollen nach oben. 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 Hm. Wir können auch sie erstmal stehen lassen und versuchen erstmal das Getränk, was an Gerrit hier heimlich Chidi nachgeguckt hat. Das war 3 Lebensblätter und eine Wasserblüte. Machen wir mit oder ohne Grind? Wahrscheinlich mit, ne? Ich mache erstmal 3 Lebensblätter gemörsert. Mörser, 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 hey. Mörser, 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 hey. Uno. Noch eins. Mörs, 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 Mörs. Das ist der Chat. Muss ich runterscrollen? Reihenfolge weiß ich nicht. Die Reihenfolge ist wurscht. Das sind ja, das hatte ich euch doch erklärt als Mathewurst, die ich bin. Welche Reihenfolge diese Vektoren aneinanderlegt, ist eigentlich egal, außer ihr wollt halt irgendwelchen Knochen ausweichen. Kommt man immer am gleichen Punkt aus. Ja, ich mache den Mörser, den dritten Mörser ich mir auch weg. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Ein Stock. Weiß nicht. Gerrit sagt auch Stopp. Stock. Ähnlich unkreativ wie ich. Komm, wir gehen jetzt erstmal bis da. Damit wir ein bisschen was sehen. Und dann hauen wir noch den Blumiboom hinterher, also die Wasserblüte. Hier wird alles eingesammelt. Ich habe schon Ohrwurm von diesem hippen Song, der die ganze Zeit läuft. So, jetzt kommt die Blumiblüte. Die ist aber nur, die passt nicht so ganz, ne? Haben wir irgendwas, was ein bisschen mehr zur Seite führt? Könnten auch die Eisfrucht nehmen. Oder wir hängen dann noch... Könnten dann auch noch... Ja, dann hängen wir einfach noch eine Wurzel dran. Hiervon haben wir auch so mega viele, aber das bringt uns gerade nichts. Just saying. Oder halt noch eine... noch ein Lebensblatt. Um noch ein bisschen... Wir nehmen erstmal die Blüte und dann sehen wir weiter, ne? Geduld. Wie nennt man denn jetzt einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Oder war Stock tatsächlich richtig? Du kam jetzt gerade traurig, weil die richtige Antwort kam. So, schlupp. Stock natürlich. Aber wir hatten recht. Gerrit und ich hatten recht mit unserer Dulli-Antwort. Schön. Haben wir jetzt das gewonnen? Ich hau noch eine Terraria hinterher, weil ich will nicht nur einen schwachen... Was wird das nochmal? Schneller Wachstumstrank, sondern... Ist lustig, dass... Oh... Es könnte schwierig werden, da noch eine 2 rauszuholen. Komm schon, komm schon. Yes! Ich gehe mal, ich zoome mal wieder ein bisschen rein. Oh, es war doch gerade eine 2. Okay, wenn ich jetzt einmal ganz kurz Wasser mache. Nur so ein Dipsel. Yes! Nicht nochmal. Cordy, Finger weg. Da muss ich mich doch streng ermahnen. So, dann wird mal gepustet. Wie viel pusten muss man? 3 reicht, glaube ich. Du hast einen neuen Effekt freigeschaltet. Vielen Dank für deine Hilfe an Gerrit, dass du da grandioserweise drauf gekommen bist. GG, danke. Schnelles Wachstumstrank. Schnelles Wachstumstrank. So. Sonst wäre grammatikalisch weird. So, Rezept. GG. Eine Eingebung. Ja, an Gerrit. Du Genius. So, das hilft aber dem Mann nicht. War nochmal sein Problem? Schon wieder vergessen. Ach, das war eine Frau. Also ihr Mann musste irgendwie jagen und er braucht Zielwasser. Ja, was nimmt man denn da? Meint er, was war sein Problem? Er könnte einen Trank brauchen, nämlich vielleicht Schnelligkeit? Yes, she likes it! 85!
Oder andersrum gelesen, 51 Ocken. Geil. Geil, das war dieser Trank, an dem wir letzte Woche 7 Stunden gebraut haben. Aber der geht bestimmt auch schneller. Speichern. Ich hoffe, ich habe das Rezept gespeichert, oder? Habe ich nicht? Doch. Ach, ich muss gar nicht rübergehen, was nach. Du, schnelles Wachstumtrank. So, dann falschen wir mal. 58 reichen mir noch nicht. Endlich werden wir den los. Okay. Wir reden heute über Monster. Das Thema mag ich. Da fällt mir einiges ein. Ich werde es aber auch meinen Lebtag nicht vergessen. Das Rezept, ja, das hoffe ich, Angerit. Du bist unser Spezialist für schnelles Wachstumtrank. Ich finde immer noch, das geht nicht leicht über die Lippen. Kein sehr griffiger Name. And go. Das Falschen ist irgendwie schwieriger geworden. Wir müssen da mal ableveln. So, 75 Kronen. Jetzt ist schon Kronen. Wir sind jetzt in Dänemark gelandet. Ja, bitte. Alles Gute, Ihrem Mann. Ich hoffe, der jagt keine echten Tiere. Dein Laden ist beliebter geworden. Geil. Ich brauche einen Trank, der mich geschickt macht, damit ich besser Sachen Achso. Oh, ich würde irgendwie gerne helfen, weil ich finde es ein bisschen cute. Ich wäre auch gern geschickt. Ich kann es nachvollziehen. Ich will nicht Sachen stehlen, aber einfach so weniger Sachen fallen lassen und kaputt machen. Oh, wir haben so viel Geld. Wenn jetzt nochmal ein Händler kommt, können wir absahen. Sollen wir sie wegschicken? Aber vielleicht ist sie eine arme, alleinerziehende Mutter, die sich anders nicht zu helfen weiß. Die stiehlt sich ja nur von den Reichen. So, Limulitz, ich denke auch. Sollen wir? Oder haben wir zu viel Angst um unsere Beliebtheit? Preis der Tränke. Aber wir haben schon eine Beliebtheitsstufe mehr. Was bringt uns denn die Reputation? Achso, die Leute werden dann irgendwie blöder, die in den Laden kommen, wenn wir eine schlechte Reputation haben. Dann kommen nur noch Schurken, was das Spiel vielleicht ein bisschen spannender machen würde. Also, ich finde es jetzt nicht ich finde es cool. Spannend ist vielleicht das falsche Wort, aber es wäre auch lustig, wenn wir einfach so eine Absteige für Schurken. Irgendwann sind wir einfach im Waffenladen. Nee, sorry, ich habe Prinzipien. Die guckt schon so garstig. Wenn die freundlicher fragen würde, würde ich es machen, aber so nicht. Verpiss dich. Ach, jetzt kommt wieder der Waldschrat. Wieder auch zwinkert, weil er weiß, dass er uns letztes Mal über den Tisch gezogen hat. Hast du Lust auf ein paar Pilze? Zeig mir deine Ware. Zwinker zurück. Zwinker mit dem anderen Auge. Das kann ich nicht. Willst du ein paar Pilze kaufen? Flirten wir? Ich glaube, wir flirten, oder? Zeig mir mal deine Ware. So, ich finde hier die Fettampfer, wie heißt der irre Pilz, finde ich immer noch attraktiv. Ich weiß nicht, irgendwie hat der es mir angetan. Den haben wir auch für irgendein Rezept benutzt. Wir können dem auch wieder Sachen verkaufen. Warum ist das immer denn so scheiße, Sachen zu verkaufen und so teuer die zu kaufen? Das kann doch nicht sein. Weil die einfach schon so lange rumliegen bei uns vielleicht. So, sollen wir irgendwas kaufen? Vielleicht stiehlt die dann bei mir. Ach, wenn wir sie wegschicken? Ja, das kann sein. Werden sie, fehlt irgendwas? Ich habe leider keinen Überblick über unser Inventar, deshalb würde ich es gar nicht merken, ehrlich gesagt. Der hat sicher gute Pilze für nachts. Limulitz. Selbstbewusst, dass du nur beim anderen Auge, kann ich nicht gesagt haben. Oh Mann, dann gerät. Jetzt habe ich einen neuen Komplex. Ich habe ja vorher extra übertrieben auch gezwinkert. Ich konnte noch nie gut. Zwinkere ich nie wieder für euch. Ich werde nicht mal mehr blinzeln. Ich ganz trockene Augen und brauche einen feuchten. Hier, den habe ich ja nicht gekauft, ne? Die feucht und flutschig Ranke, die man eben kaufen konnte. So, was haben wir denn an Pilzen, die uns noch. Welche Pilzen haben wir denn noch nicht? Hier, viel zu teuer. Forget it. Den haben wir noch nicht benutzt bisher. Stinkepilz. Ja, da ist denn irgendwas dabei, was klingt wie was, was man brauchen könnte. Diese Pilze sind ziemlich bitter. Ach, damit kommen wir die Kinder ärgern, ne? Ich finde immer, der Fettpilz klingt gut. Alle anderen sind einfach nur Geruchsgeschichte. Hexenpilz. Die Kappen dieser Pilze sehen aus wie Hexenhüte, daher kommt auch der Name. Sie sind auch bei Magiern und Alchemisten wegen ihrer magischen Eigenschaften. Ja, aber welche sind das? Und eigentlich brauche ich auch Geld, um meinen Laden unten aufzustocken. Was meint ihr? Brauchen wir irgendwas? Ich finde, macht dir nichts draus. Es gibt schlimmere Komplexe. Das stimmt. Ihr wisst ja nicht, welche ich noch habe.
also wir nehmen den... Ich mag einfach den Fettpilz, sorry. Ich muss einen Fettpilz nehmen. Und dann nehme ich noch so einen lilan und... Ich habe dann halt auch nie genug... In welche Richtung ging nochmal der Fettpilz? Sieht man das? Der ging nach unten rechts. Eben hatte ich das Problem, dass ich mit dem Fettpilz nicht weit genug kam. Ne? Soll ich zwei Fettpilze nehmen? Ich hau wieder alles auf den Kopf hier. Egal, schnell, bevor ich es mir anders überlege. Ohne zu falschen, war das letzte Mal schief gegangen. Geh weg jetzt. Geh weg. Ich fühle mich schlecht. Ich habe das Gefühl, ich habe manchmal so ein ganz schmutziges, ungutes Gefühl nach Käufen, von denen ich eigentlich nicht überzeugt war. Und das habe ich jetzt. Und ich möchte das hinter mich bringen, also geh. Ah, guten Tag. Sie brauchen was für Haarwuchs? Wie gemein ich bin. Nein. Ich nehme das zurück. Schneidet das bitte raus. Mein Kopf tut so weh, dass ich nicht mehr schlafen kann. Hast du eine Art Schlafmittel, das mir helfen kann? Ein Freund von mir mag keine großen Gebäude. Man könnte sagen, der hat Komplexe. Ja, es tut mir leid für deinen Freund. Sehr gut, aber ich finde komplex ein komisches Wort für ein Gebäude. Es ist auch eher eine Gebäudeanordnung, oder? Sind Komplexe nicht mehrere Gebäude? Ein Komplex ist egal. Und dann sagt er Gebäude, kommt vom Thema ab. Der Mann mit den schön gekämmten Augenbrauen kann nicht schlafen und wir wollen ihm helfen. Er braucht Schlaf und Gift vielleicht? Erreiche einen Beliebtheitsstufe von 4, erschaffe einen Trank mit unterschiedlichen Effekten, erschaffe Gewandtheitstrank. Warum brauchten wir das? Für die Diebin? Die haben wir doch weg. Die haben wir doch hochkant rausgeworfen. Ich habe auf jeden Fall einen Traum in Sicht Beton im Kopf bei dem Wort. Ja, bei Komplexe, auf jeden Fall. Haben wir noch Sachen hier unten? Nee. So, wie kann ich ihm denn helfen? Er kann nicht schlafen. Der hinter ihm hat eine Schlafmütze. Vielleicht können die sich unterhalten. Entgegen der nachfolgenden Meinung verwenden die Kobolde diese Pilze nicht als Kochzutat. Pilze helfen bestimmt beim Einschlafen, oder? Des Falles, Pilze, Reittier. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir jetzt hier so rauszoomen, sehen wir noch... Ne, man sieht vorher noch nicht, wo es neue Sachen gibt, ne? Lass uns mal nach oben rechts gehen und gucken, was passiert. Und danach können wir uns immer noch um ihn kümmern. Haben wir irgendwas, was uns nach oben rechts führt? Da sollten wir vielleicht mal drauf achten, wenn wir da wieder Sachen kaufen. Ja, nichts. Nichts und wieder nichts. Der würde uns nach oben rechts führen, von dem haben wir aber nur einen. Shit. Oh, wir könnten auch hier mit... Ne, da waren wir schon. Das ist Schnelligkeit. Ich habe den gleichen Tipp wie letztes Mal. Wäre es mit einem Schlaftrunk? Der gleiche Tipp wie letztes Mal, das heißt, Schlaftrunk finde ich gut, ja. Aber die Frage ist, wie kriegen wir den? Haben wir ja noch nicht, oder? Haben wir schon einen Schlaftrunk? Ne, den Wachstum haben wir. Schlafi haben wir noch nicht. Was ist denn der gleiche Tipp wie letztes Mal? Dass wir wieder die und die Dinger brauchen. Nur in einer anderen Kombi. Ja, wir können auch ganz weit nach rechts gehen. Lass uns das mal machen, weil wir haben eh so viele von diesen Waterbloomies. Von der Ecke. Ich will jetzt mal kurz nicht deine Cheats benutzen. Ich werde jetzt einfach mal nach ganz rechts und gucken, was passiert. Ich komme gleich auf dich zurück, Angerit. Wenn die Verzweiflung groß genug ist. Wenn der Leidensdruck genug ist. Groß genug ist. So. Komm, jetzt können wir da die Karte ein bisschen neu erschließen. Ich rühre schon mal. Umrühren. Hups. Nicht so hastig. Bisschen übereifrig. So, wenn wir jetzt nach hier oben rechts kommen, haben wir einen neuen Drink. Was haben wir denn so, was uns nach oben rechts führt? Natürlich wieder nichts, ne? Die Musik könnte ein bisschen abwechslungsreicher sein. Bam, bam. Ich könnte es auch leiser machen. Ich kann nicht pfeifen. Und nicht zwinkern. Ah, guck mal. Wenn ich noch ein bisschen weiter nach rechts gehe, könnte ich mit dem Hexenönkel bis da kommen. Vielleicht gehe ich erst mit dem Hexenönkel hoch. Nee, ich gehe erst... Also ich sage mal, ich muss noch so... So ein Stück rüber... Habe ich einen, der straight nach rechts geht? Nee, ne? Komm, ich tue noch so einen rein. Und dann...
Ah, es geht knapp vorbei, ne? Das war doof. Shit. Kann ich wieder rausnehmen? Nee, ne? Ach, Cordy. Shit, jetzt wird's wieder heckmeckig. Ich mag die Kartenmechanik, aber die Musik ist echt sehr eintönig. Ja, das stimmt. Mist. Meint ihr, das reicht für einen schwachen irgendwas? Der Pilz? Ja, ne? Man wird das schon berühren. Ich glaube, es reicht. Ich versuch's einfach mal. Vielleicht Pilz und dann einen Schluck Wasser. Nice Idee. Das ist ein ganz kleiner Schluck Wasser. Stimmt, wenn das so ein bisschen nach rechts, dann wird's reichen. Das muss so eine halbe Flaschenlänge nach rechts. Ich gucke schon ganz kleine Maulwurf-Augen, weil ich mich so konzentriere. Ich könnte auch reinzoomen, dann wäre es ein bisschen weniger schwierig. Komm. So, du bist jetzt da. Ich muss mal kurz meinen Finger benutzen, das könnt ihr zum Glück nicht sehen. Huch, so passiert ja nichts. Ach, geht das nur, wenn man noch unterwegs ist? Ah ne, er hat sich bewegt, ne? Ich merke das nur nicht. Scheiße. Ne, hat er nicht. Warte. Der bewegt sich einfach ganz wenig noch mehr. Nice. Guck mal, jetzt kann man das schön... Oh, mit Fingerspitzengefühl. Noch ein bisschen. Das war zu viel. Nee, das war fast perfekt. Das wird ein glatter Dreier, Leute. Das wird ein Dreier. Ein Dreier von was auch immer das für ein Drink ist. Trank, meine ich. Ihr merkt schon, dass ich eigentlich ein Barkeeper-Spiel spielen möchte, ne? Ich verspreche mich ein wenig zu oft. Jetzt will ich es aber auch wissen. Sorry, das ist vielleicht gerade langweilig, aber mir ist das gerade... Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie ich backe, also wie ich so an der Küchenwaage bin. Unter Punktlandung geht da gar nichts. Das hat mich schon die ganze Zeit gewurmt, dass man das hier nicht hinkriegt. So, ich glaube, jetzt sind wir gut, oder? Es ist so spannend. Danke, Angerit. Ich gebe mein Bestes für euch. Und für unseren Laden. So, ich glaube, jetzt müsste gut sein. So! Ach, so, dann kommt jetzt unser Hexenpilz zum Einsatz. Den hat sich der Kauf nämlich gelohnt, hoffe ich. Ach, es hat aufregend. Schon ein bisschen Schnappatmung. Okay. Gute Idee mit dem Wasser übrigens. Danke, Angerit. Jetzt nicht aus Versehen das Falsche tun. Wir holen uns jetzt eine schöne 3 von was auch immer das ist. 2. 3. Es gibt auch nur 4. Nee, ne? Ja, es müsste eigentlich sogar eine 5 geben. Soll ich nochmal? Nee. Das machen wir nicht. Ach, ist das schön. 1. 2. 3. 4. So, Gewandtheit! Das sollten wir tatsächlich finden. Nice! Ich freue mich. So. Ganz ohne Schummeln. Rezept speichern. Danke, Butterbrezel. Das war wirklich sehr spannend. Das war mein Highlight des Streams. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erkläre dies zum Highlight des Streams. Wir haben einen Gewandtheitstrank erfunden. Ich weiß noch nicht, wann wir den brauchen werden. Ich habe auch komplett vergessen, was der Typ wollte. Was wollte der Typ? Hat er wohl Schlafmittel, da wird Gewandtheit nicht helfen. Was ist denn wohl? Ich finde fett und fest. Nee, Wutausbrüche klingt auch nicht nach Schlafmittel. So, wo könnten wir denn als nächstes hin? Hier oben, aber da kommen wir irgendwie nicht rüber. Gewandtheit. Guck mal, mit einer Katzenpfote. Ist das Symbol für Gewandtheit? Nice. Schnelles Wachstum. Vielleicht, ich finde schon sehr Frosttrank. Also die Eisblume vielleicht hilft beim Einschlafen, oder? Irgendwie so ein Beruhigungsding. Es gab noch einen Trank rechts von da, wo du gerade den Pilz benutzt hast. Hier den meinst du? Meinst du hier? Da sehe ich noch einen. Sollen wir versuchen, dahin zu kommen?
rechts von... Oder hier oben? Genau hier, den meinst du? Nochmal in den Chat nicken angeritt. Und dann können wir gucken, wie wir dann da hinkommen. Hier so. Ich kann da dann irgendwie nicht rüber scrollen. Nick, nick, danke. Also würden erstmal ganz viele hiervon benutzen und dann müssten wir irgendwie runter, ne? Das ginge zum Beispiel hier mit... Okay, wir gehen erstmal rüber. Von den Türkisen haben wir ja genug. Ich wäre so genervt, wenn ich da Kunde wäre. Man muss so lange warten. Das ist einfach super unverschämt. Es gibt nicht mal ein Wartezimmer oder irgendwie Sitzplätze. Oder irgendwie so ein bisschen zum Zeitvertreib ein paar, ein bisschen Printmagazine. So illustriert. Gab es im Mittelalter so Illustrierte? Auf Papyrus natürlich. Achso, irrte ich, ja, hier. Komplett verwirrt. Ich rühre schon mal. Trinken nicht vergessen, auch in echten Leben ist wichtig, Leute, ist wichtig. So, ich gehe noch einen rüber, oder? Haben wir irgendwie einer so, der so eine fesche Abkürzung nach unten rechts für uns macht? Ja, aber besser verbrauchen wir den Kram, von dem wir viel haben, ne? Also noch eine Runde. Boah, ist Musik. Ist ja mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Bam, 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 bam. Mittelalter gab es halt nur einen Hit. Müssen wir noch einen nehmen, ne? Und dann sind wir trotzdem so ein bisschen... Wir müssten einen Ticken weiter nach unten. Haben wir irgendeine, so ein bisschen nach unten geht? Und nach rechts. Unten und rechts. Er hier würde halt gehen, aber das ist ein bisschen schade, diese mit dem Meuchelämmel, wie heißt der, Dyradensattel dafür zu verschwenden. Haben wir noch irgendwas viel? Hiervon haben wir noch viel, aber es bringt uns gar nichts. Ja, ich glaube, wir entweder den nochmal, aber damit kommen wir dann trotzdem... Ach, ich mache erstmal ihn und dann sehen wir weiter. Erzählt doch mal von euren Mörsern. Habt ihr zu Hause, besitzt ihr einen Mörser? Benutzt ihr Mörser? Seid ihr so gewandt in der Küche unterwegs? Wir werden jetzt schon auf Punkt 1. Kriegen wir noch eine 2 hin? Nee, ne? Nicht mit dem, mit den Zutaten. Angerit hat einen Steinmörser. Danke, dass du auf meinen kreativen Gesprächsvorschlag eingegangen bist. Und ein Reisemörser aus Bambus. What the hell? Den nimmst du damit ins Ferienhaus, oder wie? Bambus ist nicht so super. Doch, Bambus ist hart. Nee, Bambus ist flexibel. Das ist das, was Bambus ist, oder? Kann Bambus denn aushalten, wenn du in dem. Wenn du da drin zum Beispiel Diamanten mörserst oder so? Das kann Steinmörser auch nicht ab, ne? Was kann man denn so hartes mörsern, wo man bei Bambus sagen würde, ist vielleicht ein bisschen zu hart für den Bambusmörser. Ich Bock zu mörsern. Ja, versuchen wir noch näher reinzukommen oder sagen wir erstmal, wir kriegen erstmal raus, was das überhaupt sein soll. Alles irgendwie. Man kann alles irgendwie. Der funktioniert nicht so gut. Ja, aber auf Reisen ist man ja eher gut gelaunt und so entspannt, dann kann man darüber hinwegsehen. Vielleicht so ein... Ach, ich will das eigentlich nicht noch verschwenden. Komm, wir sagen einfach, gib ihm, finde ich, und gucken, kriegen erstmal raus, was das sein soll. Es ist nämlich ein schwacher Schlaftrank. Komm, der Typ kriegt jetzt einen schwachen Schlaftrank. Wir speichern das Rezept. Ich hätte ihm gern starken gegeben, aber ich wollte Zutaten sparen. Sorry, junger Mann. Sie werden heute Nacht auch nicht gut schlafen, aber ein bisschen besser als... Ja, hab ich da einen Schlaftrank für dich? Ja, fein. Wenn ich ihn hypnotisiere, schläft er vielleicht auch ein. Ja, hol ihn dir doch. Das ist gemein. So. 60. Obwohl er schwach ist. Nicht schlecht. Wenn wir jetzt noch feilschen... das wird ein schwieriges Feilchen. Feilchen. Ich hau mir nachher ein schwieriges Feilchen, wenn das mit dem Falschen nicht klappt. Solange wieder gewartet hat, müsste er von alleine eingeschlafen sein. Ja, ne? Vielleicht ist das die Therapie, die wir ihm eigentlich bieten wollten. Sollen wir vorsichtshalber auf, auf Einsteiger gehen? Einfach nur, um es nicht zu verkacken?
sag an Gerrit ja zu Einsteiger. Gar kein Vertrauen in mein Können. Sollen wir es oder wir versuchen es? Komm, es kann doch nicht so schwierig sein. Das ist genau die Mechanik vom, von The Big Con, unserer, wo wir Taschendieb-Karriere gemacht haben. Da konnten wir das doch auch. Meistens. Ich versuch's. Und wenn es nachher nur noch 50 sind, dann ist das so. Einsteiger oder zur Not rechtzeitig abbrechen. Kann man abbrechen? Ach so, man kann abbrechen. Ich dachte, okay, dann versuchen wir das. Nice! 78. Wenn ich links und rechts... Ich dachte, abbrechen wir immer zu meinem Nachteil. Und man müsste warten, bis das von selbst aufhört. Aber danke für den Tipp. Versuch ich nächstes Mal. War gar nicht nötig. Gekonnt. Danke an Gerrit. Ich bin im Gegensatz zu dem Typen nämlich hellwach. Achso, der ist auch hellwach. Aber bald nicht mehr. Schlaft gut, euer Ehren. Ne, wie soll ich ihn so ansprechen? Ist auch nur ein Kunde. Irgendjemand hat mich ernsthaft beleidigt. Ich kann es nicht fassen. Als Rache will ich sein Haus in die Luft jagen. Hast du einen Trank, der helfen könnte? Jetzt kriege ich einen Tipp. Schwefelpolling ist widerwärtig. Ich lege was drauf, wenn du die Zutaten nicht für den Trank benutzt. Ja, das ist ein Scharlatan, Bösewicht. Pyromane hier, den bedienen wir gar nicht, aber interessant. Also Schwefelpolling tut man irgendwo rein, um Leute zu ärgern. Ja, wir jagen mal keine Häuser in Luft. Ich finde, das wirkt ein bisschen unverhältnismäßig. Bitte gehen Sie. Irgendjemand vor allem. Genau, wen? Irgendjemand, aber er weiß, wer es ist und will das Haus in die Luft jagen. Haben wir den beleidigt? Meint er uns? Was bietet der für den Trank? Kriegen wir das raus, ohne das zu machen? Nee, ne? Nee, sorry, wir haben eine ganz reine Weste. Diesmal spielen wir das Spiel ausnahmsweise als Moralapostel und sagen, nein, 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 das darf nicht sein, gehen Sie bitte weg. Denn mein Laden ist nicht mehr so beliebt. Ja, come on, weil wir keine Häuser in die Luft jagen? Oh nein, habe ich einen Beliebtheit... Scheiße, wir müssen noch Beliebtheitsstufe 4 erreichen. Andererseits sagen die, man soll irgendwie... Ach, scheiße, vielleicht schafft man das nicht, ohne böse Sachen zu machen. Das ist wie im echten Leben. Man kommt nicht weiter mit Moral. Ich bin enttäuscht von dem Spiel. Nicht schlimm, danke an Gerrit, aber es ist halt unser Kapitelspiel. Beliebtheitsstufe 4 zu erreichen und wir sind jetzt zurück auf 2. Lieber nicht beliebt als Waffen liefern. Ich wurde von einer Kuh angegriffen. Come on, Kühe sind voll friedlich. Es gab bestimmt einen Grund dafür. Nichts Besonderes, aber meine Seite tut immer noch weh. Welche Seite? Hast du einen Trank, der mir helfen kann? Ah, es kommt wieder unser langweiliger. Jetzt nehmen wir einfach unser Rezept, ne? So. Welcher war teurer? Wir haben den. Der kostet ein Wasserding und 2 Wurzeln. Der hier ist Chaos pur. Nehmen wir den. So. Sorry, wir haben nur so langweiligen Kram. Bitteschön. Bitteschön. Wir unterhalten uns über Gefühle. Aha. Wahrscheinlich wollte sie sich mit der Kuh auch über Gefühle unterhalten. Wenn Kühe ausschlagen, will ich nicht in der Nähe sein. Das ist richtig gefährlich. Das glaube ich. Aber ich habe Kühe immer nur als sehr, sehr friedlich erlebt. Ich war früher oft auf dem Bauernhof und durfte irgendwie helfen, die Kühe eintreiben und so. Und ich glaube, ich war nicht immer nett zu denen. Es tut mir inzwischen sehr leid. Aber rückblickend war ich schon ein kleines Arschlochkind. Und die Kühe waren trotzdem... Also da ist nie was passiert. Ich glaube, Kühe sind jetzt nicht super aggressiv. Also ich rede von Kühen, nicht von Bullen oder so. Also die ist, glaube ich... Die hat, glaube ich, Faustdinge in den Ohren. Das ist eine alte... Ein Kuhbully ist das. Man sollte sich nicht von hinten nähern und die erschrecken. Ich war immer hinter denen. Ich wollte die ertreiben. Vielleicht hatten die auch Mitleid mit mir, weil ich nur so 1 Meter groß war. Ich weiß es nicht. Okay. Auf Kühe lasse ich nichts kommen. Die haben sehr schöne Augen. Und ich glaube, die Frau ist selber schuld. So. Ziehe dahin und lass die Kuh demnächst in Ruhe, bitte. Yes, wir sind wieder beliebter. Okay, das war ja ein kurzer Downfall. Wir haben uns schnell erholt. Und wir haben wieder ein Talent. Aber wir wollten Talentpunkte sparen, ne, damit wir im Falschen besser werden. Vielleicht meint sie auch eine andere Frau. darüber sollte ich nicht lachen. Aber trotzdem lustig, Karma. Bisschen lustig schon.
So, der Tag ist vorbei. Der war anstrengend, oder? Wir haben zwei neue Tränke entdeckt, oder? Diesen Geschicklichkeit und noch irgendwas. Hier kommen wir immer noch nicht weiter. Wir schauen nochmal im Garten nach dem Rechten. Okay, alles klar. Wir gehen schlafen. Ich würde sagen, wir machen noch... wir haben schon 9 Uhr. Heute gar nicht so müde. Aber vielleicht sollte ich trotzdem... Ich habe morgen früh einen Arzttermin. Habt ihr noch Bock oder sollen wir schlafen gehen bis nächste Woche? Also, in Wirklichkeit bis morgen schlafen, aber im Spiel bis nächste Woche. Wie ist die Lust und Laune bei euch? Hauptsächlich kriege ich Fimmel, wenn ich noch länger die Musik hören muss. Kann man irgendwie ausstellen? Moment hier. Ich bin dabei, aber ich würde auch nächste Woche kommen. Also, wer ist für noch eine Runde dabei? So, die Musik machen wir... Machen wir die ganz aus oder so eins? Aber man kann die auch einfach stumm schalten. Da haben wir halt keine mehr. Das ist auch irgendwie sad. Aber auch irgendwie erholsam, oder? Mach mal... 3-3 war's schon. Ich mach mal so. Also noch einen Tag, sagt ihr? Automod, eine Nachricht wurde wegen der Verwendung... Das will ich gar nicht hören. Was hast du wieder Schlimmes gesagt an Gerrit? Mann, ging's wieder um Kühe. Okay. Bestätigen. Es gibt auch halbe Punkte, das ist verwirrend. Ich möchte weiterspielen. Wie kann ich weiterspielen? Zurück. Fortfahren. Haben wir schon geschlafen? Nee, wir haben noch nicht geschlafen. Ja, ich möchte ins Bett gehen. Das speichert der ja nicht. Also das werden wir auf jeden Fall tun müssen. Da zieht der Mond vorbei. Ist es immer der gleiche Mond, oder? War der schon mal voller? So, wir gehen erstmal in den Garten. Das macht ja immer gute Laune. Aha! Nichts Neues. Die Dinger, von denen wir eh so viele haben. Die Dinger, die Dinger, die Dinger, die Dinger, die... In unseren breiten Graden wachsen auch immer die gleichen Sachen. Müssen wir mehr importieren. So, wir machen noch einen schnellen Tag. Machen wir noch einen schnellen Tag. Hallo? Ui! Geil, ich glaube, wir brauchen diese Diamanten für unsere Maschine. Ich erwarte ständig, dass Andreas Mahler den Laden betritt. Einfach nur mal Andreas Mahler. Andreas Mahler, Andreas Mahler. Ich komme gerade nicht drauf. Wer ist nochmal Andreas? Wieso kommt mir der Name so bekannt vor? Vielleicht verändern sie sich, wenn man sie nicht erntet. Ach, Pentiment! Oh, Leute, wie traurig ist das denn? Ja, der Protagonist. Natürlich, Andi, wir, unser einer. Der ist ja inzwischen tot. Ich habe den aus meinem Gedächtnis radiert, um nicht weiter trauern zu müssen. Wir spielen ja in dem nächsten, im dritten Teil Pentiment, den wir bald spielen, spielen wir nicht mehr Andreas Mahler, sondern die Tochter des... War es die Tochter des Bäckers? Auf jeden Fall irgendeine Tochter, die so ein cutes, little, kleines Kind war und jetzt sind wir groß. Des Müllers? Tochter des Müllers? Tochter des Druckers, oder? Ich weiß nicht mehr. Seid dabei. Pentiment, bald, hier, auf Twitch. Nur auf meinem Kanal, sonst nirgendwo. Druckerin, genau. Tochter des Druckers. So, Grüße, Alchemist. Danke, ist super weird, Leute bei ihrem Beruf anzusprechen. Hallo, Wikinger. Nee, was bist du? Du bist doch ein Zwerg aus der Diamantenmine, ne? Ich glaube, das könnte uns helfen mit unserer Maschine im Keller. Wer bist du? Was verkaufst du? Bin Bergmann. Grabe, baue Stollen, rede in kurzen Sätzen, suche nach den Gaben der Berge, nach Steinen, Mineralien, Kristallen, fast schon Poetry Slammer. Verkaufe einige seltene Edelsteine, meine Ware nicht billig. Meine Waren nicht billig. Er hat es nicht so mit Hilfsverben, I guess. Nee, ich weiß auch nicht. Mit ganzen Sätzen jedenfalls. Ja, das habe ich gedacht, dass es nicht billig ist. Zeig mal, was hast du denn? Alter! Ja, tschüss. Das kann ich ihm ja nie, also... Och Mann, aber ich will doch meine Maschine reparieren. Ach, vielleicht müssen wir wirklich besser im Falschen werden. Komm, geh weg. Es bricht mir das Herz, aber geh weg. Als nächstes haben wir einen fröhlichen Angler. Hallo! Ich versuche, einen echt fiesen Fisch zu fangen. Warum? Will man nicht Fische fangen, die lecker schmecken? Ob du es glaubst oder nicht, das kleine Ding spuckt Feuer. Brauchen wir Feuerlöschertrank. Letztes Mal hat er meine Angelrute regelrecht zur Schlacke verarbeitet. Könntest du mir einen Frosttrank für meinen Köder geben? Ja, hab ich sogar da. Wenn der Verkäufer sich ein bisschen zu sehr freut.
Sophie Xerox. Wer ist das jetzt wieder? Ich bin durch. Sorry. Ich muss mir wieder Sonnencreme, die ich mir heute optimistisch ins Gesicht gepappt hat, von der Backe fummeln. Die sich mal wieder verabschiedet. Also, wenn der Fisch ihn schluckt, wird seine Hitze vielleicht ein wenig abklingen. Richtig? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Pesket... Wie heißt das denn so, Fischfachmann? Es gibt Ornithologen. Ich bin kein Pesketologe. Ich bin kein Fischfachmann. FFM. Oder Frau. Fischfachfrau. FFF. Ach, der kommt schon nochmal. Ja, der Edelstein-Dude, ich hoffe. Ja, habe ich hier. Der ist nicht mal schwach. Ach, ich frage ihn noch erst... Oh, sorry, das wollte ich nicht. Nach dem Feuerspein und Fisch, um ein bisschen Conversation zu machen. Die Kunden sollen sich bei mir ja auch fühlen wie beim Kaffeeklatsch. Und nicht nur. Ich habe großes Glück mit seltsamen Fischen. Ich habe schon Piranhas und sogar einmal einen Zombiefisch gefangen. Feuerspeine Fische sind also nichts Neues für mich. Ja, trotzdem hast du noch keinen Trank, der dir hilft. Der ist nicht mal schwach. Die geborene Verkäufer. Ja, das habe ich mir zu mir selbst gesagt, aber... Wir haben tatsächlich... Der funktioniert sogar. Steht nicht nur drauf. Diesmal funktioniert sogar. Ich musste Google fragen. Kannst du Google noch fragen, wenn das ausspricht, Karma? Ichthyologe, sage ich es einfach mal. Ist ein Fischfachmann. Fachmensch. Cool. So, wir ziehen den Typen noch ein bisschen ab. Wie es unsere Art ist, indem wir über Monster reden. Mein Lieblingsthema. Huhu, Monster. Es wird ein Monsterpreis für sie. Um den Monsterfisch zu erledigen. 54 Ocken. Viel Spaß. Viel Grüße. Ich will so schnell sein wie eine Schildkröte. Moment. Also wir langsamer werden. Hatten wir schon Verlangsamungstrank? Nee, ne? Jetzt müssen wir was Neues erfinden. Und sie hat eine Lieblingszutat Wildblüte. Haben wir das? Nee, ne? Wildblüte? Nee, wir haben Windblüte. Will sie auch, Windblüte. Von Windblüte wird man langsam? Okay, also, dann wollen wir mal gucken, ob wir für diese sehr grazil gekleidete Rittersfrau, ich finde ihr Outfit ganz cool, ein Verlangsamungstrink. Warum will sie denn so schnell sein wie eine... Habe ich mich verlesen? Sie hat gesagt Schildkröte, ne? Ironic. Der zweite Satz. Ja, du hast ihn richtig verstanden. Manche Schildkröten sind für ihre Schnelligkeit bekannt. Ach, sie will tatsächlich schnell sein. Okay. Sollen wir jetzt nach unserem weirden Rezept, das wir irgendwie letzte Woche aus Versehen erfunden haben, falls wir Zutaten haben, den Schnelligkeitstrank machen? Oder versuchen... Nee, ich glaube, wir machen ein neues Rezept. Das war ja dieses Horrorrezept. Da braucht man super viele Zutaten. Da sind aber auch Windblüten drin. Aber ich guck mal, wir gucken einfach mal, wo Schnelligkeit war und dann versuchen wir da irgendwie sinnvoller hinzukommen. Schnelligkeit ist hier oben. Wir müssen eigentlich fast senkrecht nach oben. Da ist Schnelligkeit. Genau, das Rezept ist eine Verschwendung, sich genauso angerrit. Dann hauen wir mal die Windblüten. Wir haben ja auch schon einige Windblüten. Ich mache erstmal ein paar Windblüten, so. Und die machen ein schönes Geräusch. Hier ist nicht mehr. Ich finde eigentlich das Sounddesign voll schön, wenn diese Musik nur nicht so... Voller Elan schmeißt sie den Stößel durch die Küche. Das hätte glatt ins Auge gehen können. Wir tragen natürlich Goggles. Wie heißt das auf Deutsch? So eine Schutzbrille. Wir hatten... ich war ja mal... so einen Austausch gemacht in den USA. Und da hing so ein uraltes Plakat an der Wand im Chemiesaal. Da stand irgendwie... Susie never wore her goggles, also diese Schutzbrille. Now she doesn't need them anymore. Und so ein Bild, wo die war so, hatte so weggeätzte Augen. Das war extrem brutal. Muss ich gerade dran denken. Schön war das. Schwarze Pädagogik nennt man das, oder? So wie beim Struwwelpeter. Ein Buch, was mich auch fasziniert hat, aber ist auch sehr fragwürdiges Buch. So. Zack. Noch so eine Windblüte. Wir könnten es noch ein bisschen besser machen, ne? Indem wir noch ein bisschen nach... Schauen wir irgendwas, was uns so ein bisschen nach links schiebt? So ein tiny bisschen. War das nicht die?
Genau, die könnten uns ein tiny bisschen nach links schieben. Das machen wir ganz zum Schluss noch. Das wird gut, das wird gut, das wird gut. Nice. Was soll man einfach jetzt aufhören, oder? Geht doch auch. Ah! Ganz ruhig. Fingerspitzengefühl ist hier gefragt. Sorry, ich gucke die ganze Zeit auf die Karte und dann gucke ich nicht mehr auf den Löffel und es tut mir leid. Warte, ich muss ein bisschen reinzoomen. Eine 3 schaffen wir nicht, oder? Das wäre aber geil. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen vielleicht. Ich fände es schön, wenn wir noch so einen Ticken rübergehen. Mit ihr hier. Dafür müssten wir aber noch einen Ticken runter, ne, weil die ja auch ein bisschen nach oben geht. Warte. So. Ich riskiere das jetzt. Ha! Yes! Sorry. Einfach rühren, wie du Tränke herstellst. Danke, Karma, für den Gag und auch, ich fühle mich auch geehrt, weil ich finde, das war eine richtig schöne Punktlandung. Jetzt wird dem noch eingeheizt, 2 geheizt, 3 geheizt. Und wir haben einen starken sogar Schnelligkeitstrank. Diese Frau kann sich richtig freuen. Die wird der Schildkröte sowas von wegfetzen. Weglaufen. Die Schildkröte wird weggefetzt von der Staubwolke, die sie hinterlässt, wenn sie hier wegläuft. So. Wieso kann ich das Rezept nicht speichern? Wir haben keinen Platz mehr. Scheiße. Können wir eins löschen? Können wir bitte... Wir hatten noch so einen Scheiß. Können wir das hier löschen? Das geht nicht, ne? Doch. Das geht aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich will das löschen. Ja. Kann ich das jetzt speichern? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Mein Herz. Das war so ein gutes Rezept. So, ja dann. Sie werden sich freuen, junge Rittersfrau. Edle Rittersdame. Ah! 293 Kronen! Bekommen die Tränen. Ich traue mich gar nicht zu falschen. Doch, das schaffen wir. Wir reden über Magie. Das ist unser Lieblingsthema nach GG. Danke. Wir sind reich, voll. Ah, ist das gut. Unser Lieblingsthema nach Monstern. Wenn jetzt nochmal der Edelsteinmensch kommt, vielleicht können wir dann einen ganz kleinen Stein schon abkaufen. Sorry, ich freue mich ein bisschen zu doll. Jetzt erst noch das Falschen überstehen. Nicht wieder runterkommen. So, go. Nice. Fast 400. Geld. Wie heißt, wir wissen, wie das Geld hier, wie die Einheit heißt. Mit ganz viel Windblüte. Das war ja mehr als Tipp, damit wir wissen, wie der Trank geht, als dass das jetzt so ein Gimmick war, um mehr Geld von ihr zu bekommen, ne? Aber nice. Thaler. Wirklich, heißen die wirklich Thaler mit TH? Thaler ist immer mit TH. Nee, ist Thaler mit TH? Ich nenne das von jetzt an Thaler. 381 Thaler. Nee, keine Ahnung. Ach so, Angerit hat nur geraten. Ich dachte, ich hätte wieder irgendwas nicht mitbekommen. So. Oder kommt wieder sie? Was für eine Art Trank brauchst du? Ach, sie brauchen Trank. Hallo, Alchemist. Nee, ihr hattet eine andere Stimme, ne? Hallo, Alchemist. Möchtest du deinen Vorrat an Kräutern auffüllen? Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ich könnte einen deiner Tränke gebrauchen. Ja, was für einen Trank brauchst du? Pass auf, es gibt da einen Ort, an dem ich früher Zutaten gesammelt habe. Aber inzwischen gedeiht dort fast nichts mehr. Da hat bestimmt ein böser Konzern so ein großes Hotel oder so ein Einkaufszentrum hingebaut, deswegen... Die Pflanzen wachsen nur sehr, sehr langsam nach. Einen Dünger brauchst du. Kuhscheiße würde helfen. Könntest du vielleicht einen Trank brauen, der sich schneller wachsen lässt? Dann könnte ich dir noch mehr verschiedene Kräutersorten bringen. Also Schnelligkeit wieder, oder? Schnelligkeit? Also das macht keinen Sinn. Schnelles Wachstumstrank. Ey, den nehmen wir doch. Ach so, also im Tausch kriegen wir Kräuter. Ja, machen wir, oder? Habe ich jetzt neue Kräuter bekommen? Das heißt einfach nur, dass sie mehr Kräuter sammeln kann. Okay. Okay, die sie mir dann teuer verkauft, nachdem ich ihr das geschenkt habe.
Ah, ich weiß nicht. Nicht so ein guter Deal, aber egal. Lavendel verkauft sie übrigens auch, aber anscheinend nicht an uns. Ist da irgendwas bei, was wir cool finden und nicht selber haben? Das wächst ja alles bei uns im Garten. Da haben wir noch was von, da haben wir noch was von. Nee, komm. Aber vielleicht die Schlingpflanze. Komm, wir gönnen uns 2 davon. Wo gingen die nochmal lang? Ja, sind auch nicht so geil, ne? Ich finde krass, dass man diese Rezepte einfach nur erreichen muss und das mit verschiedenen Zutaten kann. Also theoretisch kommt man nach rechts ja auch, indem man einfach diese Wasserblüten benutzt. Aber vielleicht gibt es ja nachher Rezepte, wo man irgendwas umrunden muss, irgendwas Gefährliches. Und dann braucht man die Schlingpflanze, weil ansonsten frage ich mich, warum man die bräuchte, wenn man auch einfach die billigen Wasserdinger benutzen müsste, um weiter nach rechts auf der Karte zu kommen. Sollen wir 2 nehmen? Können wir uns das leisten? Ja, ne? Komm. Ja, oder die sagen, benutzt das und das nicht. Das stimmt, wenn die so extra Wünsche haben. Die sagen so, ich will auf keinen Fall Wasserblumen da rein. Ich mag kein Wasser. Das ist eine schwierige Eigenschaft, wenn man kein Wasser mag. So, das reicht mir. Danke, es war schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Gehabt euch wohl. Wie edel der... Achso, der hält sein Schwert. Ich dachte, der hätte seine Hand so wie so ein kleiner Tänzer so in die Seite gesteckt. Ich brauche einen Trank, mit dem ich meine Waffe verstärken, meine Feinde mit Feuer versengen kann. Nee, geh weg. Wir sind ein pazifistischer Laden. Ich brauche einen Trank, damit ich nicht mehr so ungeschickt bin. Will sie wieder Leute beklauen? Nee, die will einfach nur nicht ungeschickt sein. Okay, das finde ich gut. Ach, und gib mir bitte keinen schwachen Trank. Ich brauche den besten und bin bereit, gut dafür zu zahlen. So, wir hatten Geschicklichkeit. Starker Gewandtheitstrank, das ist er auch schon, oder? Yes! Yes! Boah, heute ist so ein guter Tag fürs Geschäft. So. Das Rezept hatten wir eh gespeichert, ne? Den können wir jederzeit nachbrauen. Der Laden brummt. Ja, aber hallo. So, dann reden wir ein bisschen übers Angeln. Nee, das traue ich mich nicht. Über Knackwurst. Nee, ich will nicht übers Essen reden. Ich will über Angeln reden. And go. Ich lehne mich immer so awkward nach vorne, ne? Das ist mein Konzentrationssitz. 273 ist voll die schöne Zahl. Go! Danke für Ihr Geld. Ich brauche einen Heiltrank. Guck mal, die ist so richtig einfallslos. Nee, die ist eine ganz bescheidene, ganz einfache Kundin. Das freut mich. Ja, den machen wir per Rezept. Das geht zack, 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 zack. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt nach rechts dafür rüberlaufen müssen. Wir geben mir schon den guten, oder? Einfach, weil es mehr Knete bringt. Schlupp. Bitteschön, bitteschön. Ah, wir wollten aber auch mal einen Dreier-Heiltrank, ne? Dann machen wir nächstes Mal. So, den verkaufen wir nicht für 21, sondern es wird natürlich noch gefeilscht. Wir reden über Musik, meine Dame. Ich hätte da was, also ich zähle mal Musikinstrumente auf, die ich kenne. Dudelsack, Harfe, Bongos, Dudelsack. Dudelsack, Bongos. Ich sollte nicht dabei reden. Harfe, Bongos. So, das ist ganz, ich sollte nicht mehr dabei reden. Das waren auch keine Bongos, oder? Egal. Dankeschön. Beehren Sie uns bald wieder. Das war's. Das war ein guter Tag. Ich schreie so heute, oder? Das ist meine Aggression gegen die Hintergrundmusik. Ich gucke nochmal im Keller, einfach nur als Motivation hier, das müssen wir mal reparieren. Ich gucke nochmal im Garten, dass sich da keiner rumtreibt und Äpfel klaut. Nee, alles gut. Äpfel wachsen da eh nicht. Da wächst nichts, was wirklich verdaulich ist. Das ist das Gut, dass man das Geld macht laut. Stimmt, ich glaube, wenn man reich ist, wird man lauter. Dann lacht man lauter, dann spricht man lauter. Ich glaube, das ist es an Gerrit. So, ich finde, wir haben gut gewirtschaftet heute. Wir haben es langsam. Ah, wir brauchen mehr Talentpunkte. Ich will mal beim Falschen besser werden. Ich spare, es fällt mir schwer, aber ich spare das jetzt noch auf. Ah, das wäre aber schon geil, auch hier. So, was haben wir denn noch für Ziele, um die wir uns nächste Woche kümmern? So, einmal erschaffe einen Trank mit 2 unterschiedlichen Effekten. Da weiß ich noch nicht so ganz, wie das gehen soll. Muss man vielleicht über zwei so Dinger überschreiten auf der Karte? Aber das haben wir, glaube ich, aus Versehen sogar schon mal gemacht. Gibt es da Infos zu? Nee. Erreiche einen Beliebtheitsstufe von 4. Ja, wir sind kurz davor, kurz davor. Und dann schaffen wir es nächstes Mal hoffentlich in Kapitel 3. Also ich habe Bock, noch eine Runde zu spielen. Ich hoffe, das ist erträglich für euch. Ich weiß, ihr wart nicht alle begeistert von dem Spiel letzte Woche. Und wir spielen auch bald Pentiment. Aber ich habe jetzt gerade Lust auf sowas
ohne viel Handlung. Einfach ein bisschen schön hier. Ich koche jetzt gerne. Also nicht in echt, aber in dem Spiel. Ich möchte Tränke kochen und mit euch. Aber wenn jetzt... Ihr seid ja alle hier treue Kunden, wollte ich ja sagen. Treue Chatmitglieder. Wenn jetzt einer sagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich springe ab und komme nie wieder. Hauptsache es gefällt dir. Ah, wie passiv-aggressiv an Gerrit. Hauptsache du hast Spaß. Genau, das ist die Hauptsache. Ihr wollt mich nicht erleben, wenn ich keinen Spaß habe. Nein, ich werde das jetzt auch nicht mehr 17 Wochen lang spielen. Aber mal gucken. Ich weiß ja nie, was mir sonst so über den Weg läuft, aber gerade bin ich noch zufrieden. Mir wird es wahrscheinlich irgendwann langweilig werden. Aber das ist ein guter Ausgleich zu Golden Idol, was ich hier gerade... Ich spiele gerade Privat Rise of the Golden Idol. Da muss man schon ein bisschen mehr nachdenken als hier. Wobei es nicht so schwierig ist wie der erste Teil bisher, finde ich. Mit dir ist alles ertragbar. Oh, das ist Liebkarma. Das ist... Ich finde, das sollte mein Slogan für den Stream und für den Kanal sein. Einfach ertragbare Inhalte mit Cordula. Ertragbare Streams. Diese Streams tun kaum weh. Guck mal, wie die Hand greift. Da oben. Egal, sorry. Ihr merkt, meine Aufmerksamkeitsspanne und mein Sprachzentrum müssen schlafen gehen. Und ich mach mal hier wieder. Ich mach mal wieder groß. So, das Thema war heute ein bisschen zu oft da. Das Thema Verdauung. Bin ja nicht im Kindergarten. Ihr Lieben, es hat mir Spaß. Ich gehe kurz bei dem Spiel noch auf. Aufs Schlafen vor allem. Fuck, hätte ich fast vergessen. Ich gehe noch schlafen. Oh Gott, das hätte ich alles nochmal machen müssen. Und das war unser bester Tag bisher. So. Haya Popaya. So, ein neuer Tag. Spiel gespeichert. Alles gut. So, jetzt. Beenden? Nee, einfach so. So ist prima. So ist prima als Ansicht. Jetzt habe ich das OBS-Fenster verloren. Da ist es. Ihr Lieben. Ah, okay, passiert automatisch. Ja, ich glaube, Speichern passiert tatsächlich nur, wenn man den Tag beendet, also schlafen geht. Das ist wie im echten Leben. Irgendwann funktioniert das Gehirn nicht mehr. Man speichert Dinge nicht mehr, wenn man nicht schläft. Deshalb gehe ich jetzt gleich schlafen, um diesen schönen Stream mit euch abzuspeichern. Danke für den Stream, schreibt Butterbrezel. Und ich danke, ich kann kaum noch reden. Und ich danke euch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Rätseln, mitmischen an unseren Tränken. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ich hoffe, wir werden neue Tränke entdecken und neue Leute kennenlernen. Und ich glaube, das Spiel wird immer... Wird das, glaube ich, immer interessanter. Mehr Leute, mehr Tränke, mehr Intrigen. Vielleicht sollten wir doch noch in so eine böse Richtung abdriften. Ich überlege es mir noch. Vielleicht kriegt man sonst keine Beliebtheitspunkte, wenn man nicht ein bisschen auch in so eine Grauzone geht. Mal sehen. Macht's gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Falls ihr das Spiel bei YouTube geguckt habt... Und bis hier gekommen seid, was ich anzweifle, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo und so weiter da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und einen Kommentar. Und wir sehen uns bald wieder live auf Twitch. Auf meinem Kanal. Ich bin Discordula. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier so einen Endmonolog abfahre. Aber naja, mach's gut. Ciao. Ciao.